Crop FM Ausgabe Nummer 256. Wir schreiben den 5. April 2013 und mein Gast heute Abend ist Dr. Helmut Lammer und es geht um die Rätsel einer alten Welt, Mars. Ja, bei mir ist Dr. Helmut Lammer. Freue mich sehr, dass du wieder da bist. Ja, hallo auch an alle Hörer. Schon wieder eine Zeit her, dass wir da gesprochen haben. Ja. Das ist sehr angenehm, einen Livecast im Studio zu haben. Ich mit dem Telefon, das ist immer wieder, kann ziemlich viel schief gehen. Man, bei Livegästen, die auch da sind, auch. Ja, wir hatten auch schon mal den Fall. Ne, dass da, aber heute alles geklappt, freut mich sehr. Ich habe diese Sendung jetzt Rätsel einer alten Welt genannt. Ja. Es ist wohl eine sehr alte Welt und vor sehr langer Zeit soll der Mars ja mal eine zumindest sehr anders aussehende Welt gewesen sein, mit Atmosphäre, mit flüssigem Wasser und so weiter. Ja, stimmt. Vielleicht sogar mit Biologie. Bis jetzt sucht man noch. Viking hat dann vielleicht was gefunden, aber dann doch wieder. Also all das wollen wir heute besprechen. Okay. Es ist also nicht so eindeutig, wie man vielleicht meinen könnte. Es ist nicht so, dass dann irgendwo ein Käfer krabbelt und man sagt, ha, wir haben es gefunden. Ja, wenn es so wäre, wüssten wir es, denke ich schon. Wüssten wir es schon. So ist es offensichtlich nicht. Damit zusammenhängt natürlich Habitabilität, ein furchtbarer Zungenbrecher. Ja. Ich habe es geübt. Und Mars befindet sich wie Venus und die Erde, Gott sei Dank, in der habitablen Zone unserer Sonne. Aber es gibt auch viele Sonnen da draußen. Mhm. Und wie wir jetzt gerade sehen, neueste Hochrechnung. Es ist ein bisschen ein Widerspruch in dem Artikel. Also am Anfang schreibt man da, in Überschrift steht 100 Milliarden. Dann sagt er mehrere 10 Milliarden oder so. Sagt er 17 Milliarden in unserer Mischung. Es ist wurscht eigentlich. Milliarden, einigen wir uns mal auf das. Man spricht jetzt von der Größenordnung Milliarden. Ja. Fast schon so wie bei der Finanz. Es ist fast schon so inflationär wie Dollar. Wobei, also die Dollar sind. Bei den Rettungsschirmen, sagen wir mal so. Wobei, da ist man schon bei den Billiarden oder Trillions. Ja, also müssten wir schon die Sterne der Nachbargalaxien dazu rechnen. Ja, die haben jetzt nur die Nase vorn. Aber nachdem ja sehr viele Planeten pro System bestehen können, vielleicht holen sie noch auf. Ja. Aber jetzt unabhängig. Wie du erwähnt hast, oder diese Meldungen oder die Kollegen, die diese Meldungen produziert haben, eben, spricht man eben von habitablen Planeten. Ne? Und die Frage stellt sich ja allgemein mal, was versteht man unter Habitabilität? Ne? Mhm. Also man kann viele Leute wahrscheinlich, wenn wir jetzt rausgehen, Graz irgendwo in die Herrengasse und fragen, denken die zumindest, wenn sie das sich mit der Materie beschäftigen, naja, so wie die Erde halt, ne? Habitabel, Leben ist jetzt da, so wie wir. Irgendwelche Tiere, Humanoide oder was auch immer. Ja, ne? So wie bei Herr der Ringe. Genau. Und das ist aber natürlich ein Druckbild und die Leute, die diese Pressemeldungen machen, die sind sich das auch bewusst. Ja, nur die Leute, die es hören, vielleicht nicht so. Ne? Also der Presseimpact ist da natürlich anderer. Und aus diesem Grund zum Beispiel habe ich auch mit Kollegen vor 2 Jahren oder so mal diese Habitabilität mehr oder weniger definiert. Ja? Also, okay. Man spricht immer Planeten, habitable Zone und so weiter. Ne? Und wir haben so quasi uns überlegt, was sind eigentlich Habitate und haben das in Klassen eingeteilt. Und ein Habitat ist natürlich, ich meine, wir gehen auch immer, deine Hörer sind da ja weit, sag ich mal, stecken ja weites Spektrum ab, aber wir können jetzt natürlich mal nur davon ausgehen, was wir von Leben wissen, das wir kennen. Auf der Erde, also von exotischem Leben, wie vielleicht auch viele wissen, Extremophile, die bei extremen Temperaturen drücken, Säurengehalt, allen möglichen solchen Parametern, Strahlung und so weiter leben. Dann natürlich höhere Lebensformen oder Tiefseewesen oder höhere Lebensformen oder sagen wir mal Säugetiere, Echsen, was auch immer. Wissen wir, dass wir ein bisschen, sag ich mal, sensitiver sind bei diesen Dingen als wie irgendwelche Bakterien. Und da kommen wir jetzt schon zu dem Bereich. Ne? Also wenn man jetzt von Habitabilität spricht, kann es jetzt irgendwelche Habitate geben. Da zählt auch der Mars dazu zum Beispiel oder diese anderen Monde im Sonnensystem. Titan, Europa. Ja, zum Beispiel, wo es Bakterien geben würde auf der Erde, wenn ich die dort aussetze, würden die dort weiterleben können. Hat man auch Versuche gemacht, ne? Mit Bakterien, die man in einer künstlichen Mars... Ja. Ja, Atmosphäre. Ja,
Und die haben überlebt, ne? Zum Beispiel. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich ganz schnell, also sind so 5 Habitat-Klassifikationen, die wir mehr oder weniger definiert und publiziert und so haben. Das erste Habitat ist, also nennt es Klasse 1 Habitat. Das ist ein Planet, der wie die Erde Wasser hat, flüssiges Wasser hat, eine Atmosphäre, die jetzt, also die das zulässt, dass flüssiges Wasser existieren kann, auch Kontinente hat. Aus dem folgt sehr wahrscheinlich, je nachdem natürlich, um welchen Stern unser der Planet kreisen könnte, aber er hat dann Plattentektonik und solche Sachen. Und das über Milliarden Jahre. Also eigentlich ein Planet ähnlich wie die Erde, kann aber auch größer sein oder kleiner, aber wer weiß, vielleicht gibt's ja da geophysikalische Beschränkungen, dass es dann nicht so ist, dass so ein Planet vielleicht über Milliarden Zeiträume eben Wasser und Landmassen gemeinsam haben kann und Atmosphären. Das heißt, das Leben, falls es dort entstanden ist, auch so wie bei uns, sich aufs Land ausbreiten kann und sich dann zu höheren Lebensformen entwickeln könnte, eben vielleicht Technologie entwickeln, was auch immer. Ne? Also sowas, das sind natürlich die Habitate, die wahrscheinlich die interessantesten sind, sage ich jetzt mal. Ist da auch eine Voraussetzung, dass Sauerstoff in der Atmosphäre muss nicht unbedingt sein. Also die Voraussetzung ist nicht, dass wir dort leben können? Nein, das nicht unbedingt, okay. Aber natürlich, also der erst so detailliert, das könntest du jetzt nochmal wieder auf Klasse A, 1, 2, 3 und so weiter. Okay. Rein das mal. Ein Planeten, der wirklich so in der Richtung mal ähnlich ist. Das nächste wären dann Planeten, die vielleicht in der Frühphase mal die Bedingung hatten, dass Leben entstehen konnte, also zumindest zu einem bestimmten Zeitraum flüssiges Wasser. Also ich rede jetzt immer Leben, wie wir es kennen. Ja, alles andere kann man spekulieren, aber kann man nicht einmal suchen, finden, wenn man nicht weiß, wie. Ne? Das heißt, SETI. Naja, SETI geht schon in die Richtung dann, dass wenn jemand zu uns herfunkt, ne, dann sollte wahrscheinlich auf so einem Planeten sein, wo er mal was gebaut hat, dass er zumindest funken kann. Das heißt, er wird nicht Mikrobe sein und er wird nicht in der Tiefsee-Lebensform sein. Also er wird ja wahrscheinlich so ähnlich wie wir. Ich meine, ob sie es ausschauen, ist eine andere Frage, aber zumindest Lebewesen sein, die auf einer Landmasse irgendwas konstruiert haben. Ne? Yeah. Gut, Mars zum Beispiel wäre so ein Habitat. Das heißt, Leben ist entstanden, vielleicht mal ähnlich wie bei uns auf der Erde, aber danach hat sich der Planet oder was immer das ist, Mond, was auch immer, so entwickelt, dass dann die Atmosphäre verloren ging, Wasser gefroren ist oder wegging, aber Mikroorganismen schon da waren und die können sich ja dann unter Umständen adaptieren und im Untergrund oder in irgendwelchen Subhabitaten auf diesem Körper weiter existieren oder beziehungsweise wäre so ein Klasse 2 Habitat, aber man kann sich dann das nicht vorstellen, dass dort eben höhere Lebensformen sich entwickeln könnten. Mhm. Und dann gibt es Klasse 3 Habitate, das sind solche wie diese Eismond Europa. Da hast du zum Beispiel, solche wird es noch mehr geben, also solche wird es wahrscheinlich wirklich hunderte Milliarden geben, weil alle diese Gasplaneten, die man im Endeffekt kennt, werden Monde haben. Und das hängt dann ab natürlich von der Distanz, aber alle, die jetzt irgendwo weiter weg sind von dem Stern, sodass eben quasi Eis vorhanden sein kann, werden solche Monde haben. Das heißt, man hat einen Gesteinskern, dann drüber den Gesteinskern Wasser und über dem Wasser eine Eisschichte. Das ist Europa. Und ja, also eigentlich ist es wie die Erde halt, ohne Kontinente, aber im Prinzip mit einer Eisdecke rundherum und das im Kleinformat. Mhm. Warum nicht? Könnte Leben sogar höher wie Mikroorganismen existieren. Man spekuliert da jetzt sogar. Lebewesen, keine Ahnung. Wenn's in diesem letzten Artikel auf Grenzwissenschaft spekuliert man ja sogar über eine Energiequelle, über Wasserstoffperoxid. Ja, braucht man wahrscheinlich gar nicht solche Dinge, weil ich meine, wenn du das der Vorteil bei so einem Habitat ist, du hast das Wasser, das direkt auf dem Gesteinskörper aufliegt. So wie beim Meeresboden bei uns. Und diese Monde sind ja auch gravitative Kräfte von dem großen Hauptplaneten ausgesetzt. Das heißt, der wird gequetscht gravitativ. Da gibt's wahrscheinlich heiße Quellen unterirdisch, Vulkanismus. Es kann auch noch radioaktive Isotope geben, die zerfallen. Also Wärmequellen wahrscheinlich kein Problem.
in so einem Fall. Dann kommen wir schon zu den Klasse 4 Habitaten, die sind vielleicht nicht ganz so ideal wie die zuvor aufgezählten, aber das sind auch Körper im Sonnensystem, zum Beispiel Ganymed, das ist auch der Jupitermond, dann wahrscheinlich Titan zählt zu dem dazu. Und auch andere, noch andere, Triton wahrscheinlich und andere solche Monde. Da hat man Eisschichte, dann hat man Wasser, einen globalen Ozean eingeschlossen und wie, drunter wiederum Eis und dann erst Gestein. Also hier ist das Problem eher, dass man die, wie soll ich sagen, keinen Kontakt zu Silikaten und zu den, so einer Art Meeresboden hat. Also Wasser zwischen zwei Eisschichten oder Flüssigkeit zwischen zwei Eisschichten oder auf einem Eis, bei Titan hat man ja Ethan, Meere und Seen und solche Sachen. Mhm. Das liegt wiederum auf Eis auf und so. Mhm. Aber es ist ein bisschen anders, also jetzt Wasser auf Gestein. Ne? Mhm. Und dann das Klasse 5 Habitat im Endeffekt, das gibt es im Sonnensystem nicht, aber hat man mittlerweile entdeckt in extrasolaren Planeten. Das könnten, das sehr wahrscheinlich sind das Körper, die einen riesigen Gesteinskern haben. Dann einen extrem tiefen Wasserozean. Also das kann, der kann so groß sein, also die ganze Erde tief, also extrem tief. Und dann drüber auch unter Umständen Wasserstoff, Gashüllen, aber flüssiges Wasser. Und es gibt eben so einige dieser Supererden, die man entdeckt hat. Also Supererden sind Planeten, die etwas einen größeren Radius haben so wie die Erde. Zehnfache Erde, zehnfache Masse. Die so. Masse, ja, fünf ja. bis zehnfach, aber die Größe vielleicht eineinhalb bis zweifach nur. Radien, und, ja. und die, wenn man jetzt, da kennt man von, zum Beispiel bei Kepler weiß man, dass die haben einige solche entdeckt, kennst du den Radius sehr gut. Durch die Transitbeobachtung von dem Kepler-Satelliten. Die haben wir alle besprochen, diese Methoden der Exoplanetendetektion. Also da gibt es einige ältere Sendungen. Aber du weißt zum Beispiel den Radius und danach kannst du dann die Masse, wenn du Glück hast, der Stern nicht so aktiv ist und der Planet nicht ganz nah ist, bestimmen. Das hat man gemacht und dann hast du normal, kannst die Dichte errechnen. Und wenn das ein Gesteinskörper ist, so wie die Erde, dann hat der bestimmte Dichte. Und interessanterweise sind viele dieser sogenannten Supererden haben eine zu geringe Dichte. Das heißt also, der Radius, das Radius-Massenverhältnis ist nicht so, wie man es erwarten würde oder sich gedacht hat, wie es bei einer Erde, sage ich jetzt mal, wäre. Mhm. Was darauf hinweist, dass diese Körper sehr viele zusätzliche volatile Bestandteile haben. Das heißt eben unter Umständen einen riesigen Ozean mit Wasser. Wasserstoff, Gashüllen und solche Sachen. Also wir sind nicht als Gasplaneten zu bezeichnen, aber das ist sowas dazwischen. Okay. Und das könnte natürlich, wenn das Wasser gibt dort, kann man spekulieren, kannst du das als Habitat bezeichnen. Ja. Also wenn man jetzt diese ganzen exotischen Dinge hat und dann sagt, okay, ich habe jetzt Planeten, so viele Milliarden, habitable, aber man muss dann rausfinden, wie viele habitable sind Klasse 1 Habitate, also so wie die Erde, wo höhere Lebensformen sich entwickeln können, was meiner persönlich, sage ich jetzt mal, im Interesse sicher das Interessanteste ist und wahrscheinlich auch das, was die Hörer interessiert, eher als wie ein paar Mikroben irgendwo herumklettern. Wie viel Prozent der habitablen Planeten sind denn Klasse 1 deiner Meinung nach, deiner Einschätzung nach? Ja, zurzeit keiner, ne? Aber jetzt, wenn wir alle kennen würden. Das ist schwer zu sagen. Okay, okay. Das ist schwer zu sagen, ja. Aber mit Sicherheit viel, viel weniger. Viel, viel weniger. Was ist mir jetzt aufgefallen ist, bei Klasse 1 Planeten, also ist es sehr wichtig, dass die Landmassen haben. Warum eigentlich? Warum reicht nicht ein riesen Urozean? Ja, dann hast du sowas wie ein Klasse 5 Habitat, okay. Na, aber es kann ja flüssiges Wasser sein, keine Landmasse. Genau, fahren. Aber was wäre dann? Würden wir jetzt kein Interview geben, denke ich mal. Aber Delfine sind ja ziemlich smarte. Schon. Ich sag, du kannst jetzt spekulieren und Science-Fiction oder was auch immer. Du könntest dir solche Welten vorstellen, eben mit Wesen wie Delfinen noch weiter sogar intelligente. Oktopusse sind alle was ziemlich. Auch immer. Du könntest für sich Kommunikation mit Telepathie, Infrasound, was auch immer. Ja? Aber diese Wesen, sei es auch Delfine, die würden nicht das Bestreben haben, jetzt wegzufliegen von einem Planeten. Wie können sie das machen? Die bauen nichts in der Art.
Es ist jetzt, weißt du, was ich meine? Es ist eine interessante Diskussion, die habe ich schon mal geführt mit einem Kollegen, aber warum? Das hast auch bei der Erde so. Ich meine, du könntest jetzt spekulieren und es gibt ja, ich meine, du weißt das mit Sicherheit, ich meine, es gab Experimente von US Navy und so, noch immer vielleicht, mit Delfinen, wo sie die quasi Kommunikationsversuche mit Delfinen gemacht haben, ganz schräge Dinge, ne? Telepathie und solches Zeug. Wenn du jetzt spekulierst, könntest du vielleicht sagen, Delfine sind auch eine Art intelligente oder wie auch immer, vielleicht Lebensform auf der Erde, komplett anders als wir Menschen. Ja, die sind gescheit genug, dass sie gar nicht auf die Idee kommen. Rauszugehen auf dem Land. Das könnte man weitere Diskussionen führen, ob das überhaupt unter intelligent zu führen ist. Oder. Ja, das wird sich noch herausstellen. Aber du weißt, was ich meine. Man kann Lebensformen haben, klar, aber die werden nicht das Bestreben haben, können es auch gar nicht, weil sie werden sich nicht entwickeln können danach, dass sie jetzt ein Flugzeug bauen oder Technik oder es gibt keine Landmasse, nichts. Die werden auch nicht in einer U-Boot reinsitzen, weil so und so im Wasser drin sind. Auch, ja. Also Klasse 1 ist wirklich. Obwohl sie so, können zum Beispiel in den Sternenhimmel schauen und sie können. Naja, sie könnten so unterm Wasser rausspringen und schauen vielleicht. Ja, aber ich habe also Diskussion. Aber das könnte ja neblig sein, der Planet. Diese Diskussion habe ich schon geführt und interessanterweise ist es also nicht. Licht verschmutzt ist er nicht wahrscheinlich. Einer der Hauptgründe, warum wir Technik entwickelt haben, wird angenommen, ist, dass wir den Nachthimmel sehen konnten. Naja, das ist. Beziehungsweise. Ich glaube eher, dass der eine Stamm den zweiten Stamm beherrschen kann. Also Krieg als Vater aller Dinge. Ja, okay, da sind Delfine definitiv zu intelligent dafür, offensichtlich. Obwohl, sie sind nicht so friedlich, wenn man jetzt glauben hat, aber untereinander. Das können wir nicht so beurteilen, wahrscheinlich. Ja, Haie müssen wir andere Fische fragen. Ja. Na, die werden, also andere Fische, das muss man halt aufpassen, muss man Fische fragen, dem mögen sie sicher nicht. Aber, ja, okay, na, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Ich weiß, was du meinst und trotzdem, also ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ob man sich jetzt wirklich nur auf Landmassen beschränken sollte. Ja, beschränken und auch, nicht. Ob Technologie ja. nicht auch unter Wasser entwickelt werden kann, aber völlig andere Technologie. Aber okay, gut, vergessen wir es. Schauen wir mal, was wir da als Erster finden. Geschichte der Mars-Sonden haben wir jetzt kurz aufgeschrieben. Ja. Also, um jetzt zurückzukommen auf unser Hauptthema. Diese alte Welt Mars wird ja von uns in der Neuzeit doch immer frequentiert. Aber wir sollten vielleicht gleich im 18. Jahrhundert einsetzen, nicht? Wo man ja Mars Kanäle entdeckt hat mit den Fernrohren und so. Ja, richtig. Ich meine, die Leute haben raufgeschaut, nicht? Fernrohren damals, haben so Linien gesehen und so, und das war so regulär. Woher kam dieser Eindruck der Linien eigentlich damals? Ja, ich glaube, also ich muss sagen, genau, ich habe es jetzt, dass ich nichts Falsches sage. Aber es hängt sicher mit der Optik zusammen, dass die Teleskope natürlich nicht so gut waren und natürlich wahrscheinlich auch atmosphärische Störungen und andere Dinge. Also es ist sicher eben natürlich die Optik, war ja der Beginn, dann hat das. Okay. Und aber es geht ja weiter. Nicht? Ich meine, du musst da denken, das Interessante ist ja, dass auch, da hat man wirklich definitiv gedacht, wenn man diese nachschaut, diese alten Bilder, es schaut ja so aus, man hat das dann ja mit der Hand nachgezeichnet, ne? Und das waren wirklich so Linien und alles und so Strukturen, wie man hat auch auf Pipelines und solche Dinge gedacht, alles mögliche, geometrische Dinge. Man hat da wirklich die Marsmenschen, diese Art Mythos, kommt da aus diesen Zeiten. Das 1800 irgendwas, also ich weiß es jetzt nicht genau, ich glaube 70. So okay, also alter. Und dann ging es ja weiter. Ne? Der Mars war ja auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wie diese UFO-Wellen und so aufgetreten sind, definitiv ein Target von Militärs in USA, die gedacht haben, dass UFOs vom Mars kommen. Tatsächlich? Also, ja, da gibt es sogar freigegebene Dokumente, wo manche damals halt beraten haben, ob nicht vielleicht ein Angriff vom Mars bevorsteht, im Ernst. Interessant. Also zuerst waren wir bei den Russen, dann, wenn man gewusst hat, die sind es nicht, hat ja, man nächste, man nächste hat halt Mars. Diese Dinge, die halt unbekannt blieben. Man hat jedenfalls anscheinend damals spekuliert, solchen Dingen. Gab es da irgendeinen Grund, diese Spekulation zu machen? Naja, also der Grund kann nur sein, dass Militärs Beobachtungen nicht erklären konnten. Okay. Was, wie auch immer jetzt. Ja. Aber das ist definitiv der Fall auch. Also gibt es auch Spekulationen in die Richtung, gab es.
Das hat sich dann irgendwie wieder aufgelöst. Und dann gab es ja, kann man sagen, die ersten Marsflüge. Ne? Also meine Teleskope wurden besser, man wusste dann schon, dass es nicht Marskanäle gibt. Ne? Ja. In der Art, aber Mars war trotzdem noch immer, gleich das sicher in den 50ern und so, noch immer in der Art heiß Kandidat. Dann Anfang der 70er, Ende der, also so 69, die ersten Flybys, ne? Die waren dann diese Mariner-Raumsonden, die haben dann enttäuschende erste Aufnahmen gebracht. Ne? Also da war natürlich so ähnlich wie im 18. Jahrhundert mit diesen Teleskopen, war halt natürlich bei den Flybys die Bilder auch nicht so hervorragend. Man konnte aber sehen, dass am Mars, also sicher an der Oberfläche, jetzt keine Zivilisation existiert natürlich. Und man war ein bisschen enttäuscht, weil die ersten Aufnahmen quasi so diese rauen Bilder eher mondähnliche Strukturen zeigten. Ja. Und dann ging es weiter, also es waren Flybys, dann die Russen hatten ebenfalls einige, Mars-Sonden sind, glaube ich, abgestürzt, welche auch. Mars ist ja auch der Planet mit den meisten gescheiterten Missionen prozentuell gesehen, ja, weil absolut ist klar, weil da sehr viele... Weil ja auch mehr hinfliegen. Aber auch relativ gesehen, die meisten scheitern am Mars, also Jupiter ist offensichtlich... Ja, aber leichter. Fliegt man nicht so oft hin und wenn, dann vielleicht passt man besser auf. Passt man auf, dass Meilen und Kilometer und du nicht... landest oft nicht verwechselt. Und gehst nicht in einen Orbit, ich meine schon, gibt schon auch, aber es ist, genau, also das ist schon wahrscheinlich, ich meine, jede dieser Missionen sollte... Ja, es ist so dermaßen kompliziert, zu einem fremden Planeten zu fliegen, genau, also mir wundert es ja, dass die überhaupt funktionieren, ja, also, ja. Aber okay. Also das denke ich mal, ist jetzt nicht wirklich was Besonderes, kann immer passieren. Und ja, dann gab es Abstürze von russischen Sonden, ne? Man kann es jetzt auch spekulieren, wie steril waren die. Ne? Vielleicht haben die den Mars ein paar irdische Bakterien gebracht. Wäre auch interessant, mal solche Sonden anzuschauen am Mars und was daneben ist. Ne? Vielleicht gibt es schon paar Flechten, die herum kriechen dort. Ne? Ja, jedenfalls, dann gab es die Viking-Missionen, ne? In Mitte der 70er Jahren. Also das ist wirklich die erst riesige Dinger. Ne? Also das ist eigentlich jetzt wie dieser Mars-Rover. Ne? Also da sieht nur ohne Räder. Man, genau, man sieht, dass damals in dem Kalten Krieg natürlich irrsinnige Bestrebungen gab, wo da dazwischen eigentlich nichts im Vergleich war. Ne? Das Ding ist so groß, größer wie ein Auto und ist gelandet auch mit Raketenantrieben und so. Hat dann gegraben im Boden und hat eben nach Bakterien, organischen Molekülen so gesucht. Und offiziell, sage ich jetzt mal, also die wirkliche, die Sachen, die man jetzt so, ich sag mal jetzt, die wie soll ich sagen, offiziell ist es alles, aber die gegenwärtige Meinung, die Mainstream-Meinung in der wissenschaftlichen Community, sage ich mal, von Viking her, ist so, dass sie nichts wirklich gefunden haben. Es gibt ein paar Zweideute, man hat verschiedene Experimente gehabt, um wirklich Mikroben, weil dort werden die ja auch Aussondungen und haben, Spuren nachzuweisen. Gase und chemische Reaktionen, die sich verändern würden, wenn da Mikroorganismen sind. Und da gibt's zum Beispiel verschiedene, so, ich muss auf das Detail nicht eingehen, aber es gibt zum Beispiel, man hat 4 Tests, wenn man das auf der Erde macht, irgendwo in einer Wüste oder sonst wo, sind alle 4 Tests positiv. Beim Mars war es so, bei manchen dieser Experimente waren 2 positiv, 2 negativ. Also, was kann man nicht eindeutig sagen? Also eigentlich eine Paz-Situation, ja. Aber dann im Zweifelsfall gegen den Angeklagten, es bleibt so, ne, im Raum. Es gibt, ja. Ich meine, es gibt auch Wissenschaftler von diesen Mars-Viking-Sonden, die behauptet haben, dass sie was, also das für sie war das ein Hinweis, dass da irgendwelche Spuren sind. Es gab doch auf der letzten... Aber wenn man jetzt natürlich das streng wissenschaftlich betrachtet, ist es nicht so klar, sage ich jetzt mal. Es gab doch auf der letzten IPSC, gab es doch eine Session, die habe ich leider versäumt, das war in Madrid, du warst glaube ich auch dort. Ja, aber weiß nicht, ob ich das gesehen habe. Wo man also diese Daten wieder aufgearbeitet hat. Man tut das wieder jetzt, ja. Und das habe ich vergessen jetzt, aber das Paper hätte man vielleicht noch mal rauskramen können, weil da kriegst du so einen Stick, wo die alle oben sind. Ja.
ich sage jetzt einmal, ja, ohne was Falsches sagen zu wollen, das klang sehr enthusiastisch. Ja, ja, na, sicher, sicher, ja. Ich weiß das, dass auch, ich habe jetzt den Namen von dem Herrn vergessen, der dieser Project, der sowas übergehabt hat, und der ist dann, möglicherweise ist er gestorben schon jetzt vor ein paar Jahren, was ja schon älter her. Der hat im Prinzip immer auf dieses Ding, auch in seiner letzten Zeit noch mal mehr auf das hin tendiert, dass sie doch irgendwelche positiven Resultate hatten. Also er interpretiert es halt so, andere aber nicht. Jetzt gibt es auch neue Papers drüber. Aber wir müssen, genau, wir müssen natürlich, wenn man es jetzt wirklich streng wissenschaftlich sagt, es ist nicht wirklich eindeutig. Also so. Ja, und es gibt auch die Gründe, die weiß man, warum das so ist, weil die Oberfläche des Mars ist sehr toxisch. Also an der Oberfläche, wo das Ding herumgegraben hat. Also organische Moleküle sind da nicht wirklich oft so lebensfähig. Und dann die ultraviolette Strahlung ist sehr hoch dort und auch andere energetische Strahlung, weil der Mars nicht wirklich, Atmosphäre in dem Sinn hat. Ja, da habe ich auch kein intrinsisches Magnetfeld, oder? Ja, das hat er auch nicht mehr. Hat er mal aber eines. Kann man später sagen. Ja. Er hat aber gegenwärtig, gibt es Gebiete, die abgeschirmt sind besser durch ein Magnetfeld, weil das sind so, du musst dir vorstellen, wenn der Planet hatte mal so ähnlich wie die Erde ein Magnetfeld und das ist verschwunden, sage ich jetzt mal, aufgrund von, gibt's, wenn natürlich der Dynamo nicht mehr aktiv ist, also das Innere ist ein Staat mehr oder weniger beim Mars, da brauchst du für ein Dynamo brauchst du auch Lava, große Mengen an flüssigen Kern, und der ist aufgrund des kleinen Planeten nicht mehr wirklich voll flüssig überall am Mars, im Vergleich zur Erde jetzt. Und aus dem Grund ist das Magnetfeld, sage ich jetzt mal, vor 3,7 Milliarden Jahren verschwunden. Das weiß man wiederum von Kraterdatierungen. Aber es gibt Stellen am Mars, wo das Magnetfeld geblieben ist, also stärker geblieben ist. Das ist das magnetische Gestein, Eisen und so, wo das Magnetfeld wie eingefroren ist. Das heißt, wenn du dich dorthin begibst, bist du vielleicht sicherer von Strahlung als wie in anderen Bereichen. Atmosphäre, weil das jetzt gerade im Chat angesprochen worden ist, gibt es schon am Mars. Ja, aber viel dünner erstens mal. Man landet ja mit Fallschirmen. Ja, 10 Millibar, 7 Millibar und dann ist es ein anderes Gas als wie bei der Erde, also Kohlendioxid. Und die Spuren von Stickstoff sind nur ein paar Prozent. 2% oder so. Sauerstoff gibt es ja nur anorganisch im Prinzip. Ozon gibt es sogar, aber das wird eben durch das Kohlendioxid, das dann in der Atmosphäre von der UV-Strahlung dissoziiert wird, hast dann auch CO, das CO2 ist CO und dann bleibt der Sauerstoff über und der kann da auch ein bisschen Ozon erzeugen. Das gibt es auch, aber es ist nicht jetzt, also nicht vergleichbar bei uns. Also als abgesehen vom Druck, selbst wenn es Normaldruck hätte, also könnte man es nicht atmen. Genau, aber das Problem ist mit Mikroorganismen, mit extremophilen an der Oberfläche, weil ich kenne zum Beispiel ja Leute, die Experimente machen mit solchen Lebensformen in Mars-Simulationskammern und so. Es gibt zum Beispiel strahlungsresistente Mikroorganismen, die kannst du in einen Atomreaktor reintun und die überleben. Ja? Also das Problem, was die haben, ist, wenn sie mit ein bisschen UVC, also ein bisschen härterem UV-Strahlung bestrahlt werden, dann sind die bald weg, sterben die ab. Jetzt kommt aber die UV-Strahlung am Mars bis zum Boden runter. Also das bisschen Atmosphäre ist zu wenig und eben Ozonschichte in der Art, wie die Erde hat, ist auch nicht. Und es ist so quasi, diese Mikroben würden an der Oberfläche nicht existieren können und unter diesen Bedingungen. Also gibt es viele Experimente. Aber natürlich geht man dann davon aus, dass die halt wahrscheinlich, sie könnten unter der Oberfläche sich zurückziehen und unter der Oberfläche könntest alles Mögliche vielleicht dir vorstellen können. Ne? Und Opportunity, Curiosity, oder jetzt, sind wir jetzt am Ende dieser Kette? Ja, genau, also, wir waren dazwischen jetzt bei Viking. Ja, da gab es mal lang nichts. Ne, 20 Jahre lang. Genau, der Grund war der, dass eben die NASA
das dem Kongress so verkauft hat, dass sie Leben finden werden. Ja, also mit Viking. Man muss noch dazu sagen, dass ja der Viking Orbiter, dieser Orbiter auch, der hat ja als erstes auch sehr gute Aufnahmen gemacht von Flüssen zum Beispiel. Nicht? Auch diese netten Bilder mit dem Marsgesicht und solche. Stammt auch von Viking. Ja. Der hat ja sehr gute, der hat ja wieder den Mars etwas in diese Richtung geholt. Also die ersten Aufnahmen waren ja etwas enttäuschend, aber das war wiederum, weil die Auflösung Kameras und alles nicht so gut waren. Da hat man glaubt, okay, jetzt, also man sieht, man kommt von Marskanäle über Marsbewohner zu einer Art Mond. Danach findet man wieder Flüsse. Flussläufe. Flussläufe, ja, ja, und sonstige Hinweise, dass da mal was Flüssiges geronnen ist, macht den Planeten wieder interessanter, aber sie fanden keine eindeutigen Hinweise auf Leben. Und aus dem Grund hat der Kongress ihnen dann das Geld abgedreht, weil sie es einfach wahrscheinlich nur auf das die Mission aufgehängt haben und alle anderen Daten und Dinge, die gefunden wurden, sind heute noch viele Daten, die von Viking stammen, ne? Das wurde dann natürlich nicht, sage jetzt mal, von den Geldgebern oder dem Kongress, irgendwelchen Bürokraten würde das natürlich nicht irgendwie so, wie soll ich, die wollten Leben, ja, also Leben gefunden, das wäre halt natürlich ein Riesenaufhänger für die gewesen. Mhm. Ne? Und das war nicht der Fall, dann hat es mal wirklich, ja, 20 kann man Jahre sagen, ja, na, bis Ende der 80er gedauert, dass mal, da war nichts mehr. Ne? Die USA hatte nichts mehr in Mars investiert. Dann haben die Russen begonnen, oder Sowjets damals, mit Phobos 2. Die haben also zwei Marssonden hingeschickt, davon ist eine unterwegs verloren gegangen und die zweite eben mit österreichischen Instrumenten auch von uns in Graz dabei, ging in Orbit, hat super Aufnahmen, Messungen gemacht und die wollten dann zu dem Mond Phobos und die ist dann bei dem Manöver verloren gegangen. Aber diese, da gibt es auch mannigfaltige Gerüchte, ja, was da wirklich passiert ist, aber ja, wurscht jetzt, ja. Jedenfalls war das dann so, dass dieses Bestreben der Sowjetunion in den Mitte der 80er den Amerikanern wieder zum Bedenken gegeben hat und man hat wieder begonnen, Mars interessant zu sehen. Dann gab es einen Kollaps der Sowjetunion, weitere Mars-Sonden gingen nicht, gingen in dem Chaos der Perestroika danach mehr oder weniger zugrunde. Man darunter, hatte andere Sorgen? Ja, darunter Mars 96, glaube ich, oder 94, ist ja lang her, das abgestürzt ist und so, auch mit Instrumenten aus Graz an Bord, wo man dann, glaube ich, das ist irgendwo in Ecuador, in einem Dschungel noch Geräte rausgeholt hat. Jedenfalls danach, klar, dann war Sowjetunion weg vom Fenster, kann man sagen, aber die Europäer kamen dann auch auf, also diese Mars-Express-Raumsonden wurden danach konstruiert. Und auch mit starker russischer Beteiligung. Das geht eigentlich unter. Nämlich in den 90ern viele russische Raumfahrtwissenschaftler, die damals in dem sowjetischen Raumfahrtprogramm waren und ihre eigenen Sonden gebaut haben, haben sich danach zur Verbindung mit ESA getan und Instrumente draufgegeben. Also dieser Mars Express kam auch aus diesem Bereich irgendwo heraus. Und zuvor hatten die Europäer viele Instrumente auf sowjetischen Sonden. Mhm. Und dann wurde Mars Express in den 90ern, sage ich jetzt mal, so entwickelt und die Amerikaner hatten dann Mars Orbiter, der wiederum verloren ging, ne, in einem Orbit. Er kam bis zum Orbit und das war's dann. Und dann gab es einen Lander, mit den kleinen Rover, Sojourner oder so, ich weiß jetzt nicht mehr den Lander genau, wie der heißt. Du meinst 96, genau, Pathfinder. Genau, Pathfinder, genau. Und ich weiß das nicht auswendig, ja, ich habe mir da das, vorher eine Liste rausgeschrieben. Ja, ja, das ist der erste Rover, ne? Das war ja der erste Rover, das ist dieses Spielzeugpanzer, so quasi, genau, kann man ich sagen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, Ende der 90er, ja, ich bin also auch auf die Hoaglander-Titel, ja, die ich natürlich sehr gern gelesen habe, immer wieder, also ein bisschen andere Perspektive, sehr anders, aber Pathfinder war wirklich damals auch
eine medial sehr gut vermarktete Geschichte. Da kam ja der Mars-Meteorit noch davor, glaube ich. Richtig, und da war diese Geschichte mit dem Mars-Meteorit auch wieder so eine Sache, den hat man irgendwann in den 80er Jahren gefunden, hat festgestellt. Es gibt ja mehrere. Das ist also ein Meteorit, der ist irgendwann durch einen großen Einschlag am Mars hinaus. Vor 4 Milliarden Jahren oder so. Vor 4 Milliarden Jahren hinausgeschleudert worden, wo es mit Mars auch bergab ging in der Zeit. Ja, in der Zeit war Mars etwas anders. Dann ist er auf der Erde zufällig, wirklich Riesenzufall. Naja, es gibt es natürlich. Ja. Und auf dem hat man aber im Gestein Leben gefunden. Naja, das schon wurde mal behauptet natürlich. Oder wurde behauptet. Und dann hat große Pressekonferenz Clinton, glaube ich. Clinton hat sich ja hingestellt und hat gesagt, wir... Große Pressekonferenz. Ja. Was die gefunden haben, da drinnen sind so eine Art Versteinerungen. Also nicht Leben in dem Sinn. Leben, Entschuldigung, so, meine Spuren von Leben. Genau, Archäobakterien, so keine, in der Richtung. Sind keine Viecher herumgegangen. Schauen aus wie so Würmchen und so weiter. Ne? Ja. Dann haben sie noch Kohlendioxid, also Kohlenstoff und so Zeugs gefunden, das so organisches. Und das Problem ist nur das, dass danach kamen Wissenschaftler daher, die das nachher, das ist immer so, ne? Also das wurde groß PR und publiziert alles in, weiß nicht, Nature vielleicht oder in Science, in diesen Journalen. Und danach waren die Daten natürlich frei zugänglich für andere auch, ne? Und wie das immer so ist bei Dingen, die mit Leben zusammenhängen, wird immer irgendwie, ist das sehr kontrovers und es gibt natürlich dann immer wiederum auch Möglichkeiten, um das Ganze wieder zu, ich sag mal, revidieren in einer Art und Weise. Der Hauptgrund, also gegenwärtig ist es so, dass, glaube ich, wiederum die Mehrheit der Wissenschaftler denken, dass das nicht Spuren sind von Bakterien, weil der Grund ist der, dass diese Würmchen, die man da so schön gesehen hat oder sieht, wenn man die Bilder anschaut, sind, glaube ich, auf Nanometergröße, also sind so klein, das gibt keine Bakterien auf der Erde so in der Richtung, die solche Größen haben. Da gibt es Probleme mit DNS und alles Mögliche, dass du es überhaupt unterbringst in diesen Dingen. Okay. Also das ist ein Argument. Natürlich kannst du sagen, okay, aber das ist am Mars, das ist alles anders. Ja, keine Ahnung, ich kann natürlich da auch nicht, ich bin kein Biologe, aber ich weiß, dass das die Kritikpunkte sind. Und somit ist die Kontroverse natürlich offen. Und die Mehrheit der Wissenschaftler ist der Meinung, dass das nicht wirklich Bakterien sind. Du hast das jetzt gerade angesprochen, also dass immer wenn es um Leben geht, wird das so kontrovers diskutiert. Ja, jetzt kurze Zwischenfrage, weil ich habe die, du kennst mich, Abbiegen ist dann immer drin. Aber warum ist es eigentlich so? Warum hat man, es scheint ja fast ein bisschen so, als hätte man eine unglaubliche, also es ist ja so, bis dato kann man noch immer mit Recht behaupten, wir sind vielleicht komplett Mutterseelen allein im Universum. Ja, das ist also, es ist bis dato noch kein einziger Fall von extrasolaren oder extraterrestrischen überhaupt, also auch nicht auf irgendeinem anderen Planeten in unserem Sonnensystem von Leben gefunden worden. Ja. Kein einziger. Ja. Das heißt, der erste Fall würde ja wirklich Barrieren einreißen. Und da ist aber eine unglaubliche Scheu. Warum ist das so? Ist es nur, weil das jetzt so komplett neu wäre, weil wir unsere Sicht des Universums umstellen müssten, obwohl immer alle betonen, sie sind sicher, dass da draußen irgendwo Leben ist. Trotzdem ist da aber diese Scheu. Warum? Naja, gut, ich meine, erstens mal, wer betont das? Das sind sicher. Ich meine, du hast jetzt 7 Milliarden Leute auf der Erde. Ja? An die das betonen, das ist eine Minderheit vielleicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass die Minderheit der Leute, dass die Mehrheit der Leute... Wie soll ich das sagen? Ich meine, es ist schon so. Ne? Also auf einer Seite, das ist eine Sache, die sehr genau untersucht werden soll. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und das Gleiche, ich meine, ich denke mal jetzt zum Beispiel, man sieht ja, es wird jetzt, ich sag mal jetzt im Verhältnis zu anderen Dingen weniger, aber doch, wenn man jetzt Wissenschaft und Weltraumforschung und so weiter betrachtet, sage ich jetzt mal, oder Sonnensystemforschung, dann ist das doch einer der Hauptschwerpunkte. Man schickt keine 4 Milliarden Dollar Dinge irgendwo auf dem Planeten, wie diesen Rover Curiosity und andere, nur zum Spaß, dass man wirklich irgendwie dort Leben findet. Ja? Gleichzeitig hat man aber so Angst davor, dass man es wirklich finden könnte, kommt mir vor. Aber okay, Entschuldigung.
wie soll ich sagen? Ja, ich weiß nicht. Also ich sag's mal jetzt mal so, also dass man da Mikroorganismen findet oder was, hat man wahrscheinlich sicher keine Angst. Also da sind sicher viele davor, oder auch die Forscher, die jetzt diesen Curiosity Rover betreiben und NASA oder was auch immer oder ESA, also die und so. Und ein Großteil, sage ich mal, auch Leute, diese Weltraumforscher und so, sind da jetzt sicher nicht irgendwie, dass die Angst haben, dass sie das was nicht finden. Ich glaube, die meisten würden sich total freuen. Ne? Ja klar, das ist ja Sensation. Wahrscheinlich haben die einen Nobelpreis danach. Ne? Ja. Weil das ja doch, wie du sagst, das ist ein Paradigmenwechsel. Absolut, ne? Ja. Obwohl, man muss ja vorsichtig sein. Der Mars ist natürlich ein Problem trotzdem, ne? Weil, er ist sehr nah der Erde. Du hast nämlich vorher schon, wir haben schon erwähnt, den Mars-Meteoriten. Es gibt auch Erdmeteoriten am Mars. Also die nächste Stufe ist natürlich, man muss diese Lebensform, falls du sie findest, genetisch und alles untersuchen. Sie muss wirklich indigen sein. Die muss dort entstanden sein. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel beim Jupitermond Leben findest in diesem Ozean, dann ist es wahrscheinlich nicht von der Erde. Ja. Das heißt, du musst da DNA finden, die auf der Erde nicht vorkommt. Ja, irgendwie, du musst das identifizieren können, dass das nicht den Ursprung auf der Erde hat. Ja, aber wie kann man denn... Kannst du natürlich sagen, vielleicht haben wir einen Ursprung vom Mars. Ne? Kann man auch sagen, aber selbst, sagen wir, man findet jetzt Leben am Mars, ja, und dann sagt man, okay, diese DNA kommt nicht vor auf der Erde, das heißt, es ist indigen. Dann kommt jemand und sagt, no, vielleicht haben wir diese DNA nur noch nicht gefunden auf der Erde. Ja. Nein, du wirst auch auf der Erde, ich sage jetzt mal, wer sind jetzt alles diese Wissenschaftler? Also, wenn es denn um Leben geht, dann hast du Biologen. Das sind nicht wirklich jetzt Leute, die jetzt da Weltraumstudien oder was machen. Also, und ich meine, ich kenne natürlich die Leute und die ihre Einstellungen und ich weiß nicht was alles, aber ich bin mir sicher, da gebe ich dir schon recht, dass ich denke, da psychologische Barrieren sind. Kommt mir vor. Nein, das ist mit Sicherheit. Also ich meine auch, ich kann das nicht jetzt ausweiten, ich kann nicht für andere sprechen oder was auch immer. Es kann durchaus sein, dass manche Leute auch religiöse oder andere irgendwelche Einstellungen, Anschauungen oder was auch immer haben. Der kann Nobelpreisträger sein, das sagt jetzt nichts, ne? Weißt du, was ich meine? Das heißt, das ist natürlich eine Sache, ich muss auch sagen, natürlich, man darf nicht zu simpel das machen. Ja, also ich sehe das so klasse und sage jetzt, ja, Leben am Mars. Ich muss schon auch sagen, bitte zeigt's mir Mikrobe, bringt's mir die, zeigt's mir die. Ich meine, im Stein drinnen alles recht und schön, ja, das ist ja natürlich interessant und so, aber wenn es dann auch wiederum blöde Gegenargumente gibt, sollte man die auch nicht verschweigen, ne? Und so gesehen, das ist ja auch Wissenschaft. Es soll nicht ins andere Extrem. Genau, aber ich stimme da schon zu, dass das sicher eine harte Sache ist. Solange du nicht wirklich irgend so ein Ding daher bringst, wirst du schwer haben, manche oder die Leute zu überzeugen. Das ist zum Beispiel dasselbe, wenn wir nochmal kurz auf exosolare Planeten zurückgehen, weil ich meine, du sagst, das ist schon mal SETI oder was, ich meine, da halte ich nicht viel von dem. Aber was ich mir ziemlich sicher bin, ist, man wird wahrscheinlich und leider halt auch wieder aufgrund von allen budgetären Lagen wird sich das halt verzögern, aber irgendwann, falls wir uns nicht in die Luft sprengen, wird es wahrscheinlich spektroskopische Untersuchungen von Atmosphären von einigen dieser Milliarden, die wir da erwähnt haben, angeblich habitablen erdähnlichen Planeten geben. Und wenn du dann, ich sag nur kurz das Problem auf, man hat, ich war selbst in so einem europäisches Weltraumprogramm, in so einer Beratertätigkeit, wo man sich überlegt hat, was sind Biomarker? Ja? Das heißt, wenn jetzt Aliens, angenommen mit so einem Interferometer von 100 Lichtjahren Entfernung unser Sonnensystem anschauen, und dann finden sie die Erde, sehen sie auf der Erde spektroskopisch Wasser, Ozon, vielleicht noch ein bisschen Methan. Und dann hat man gedacht, okay, Sauerstoff und Wasser, das ist ein super Biomarker. Ja? Weil auf der Erde, es ist wahr, ohne Lebewesen würde es zur Ozonschicht nicht gehen. Ja? So, jetzt zum Beispiel, ich meine, selbst involviert in Studien über Exoplaneten. Jetzt finden wir solche Dinge, wo es viel Wasser gibt, solche Wasserwelten, wenn es ist, oder so irgendwas.
Jetzt gibt's das Problem, stell dir vor, du hast einen Planeten, der viel Wasserdampf in der Atmosphäre hat. Der ist ein bisschen näher in der inneren habitablen Zone oder so. Und dann wird dieser Wasserdampf in der Atmosphäre wiederum von dem Stern seiner Strahlung dissoziiert, also aufgespalten. Und dann hast du Wasserstoff, viel Wasserstoff, der ist 16 mal leichter wie Sauerstoff. Und der Wasserstoff entflieht dir in den Weltraum. Und der Sauerstoff ist viel schwerer und der breichert sich in der Atmosphäre an. Der ist aber jetzt nur von dem Wasser, nicht von irgendeiner Photosynthese oder so. Und du hast innerhalb von einer, sag mal jetzt geologisch kurzen Zeiträume, einigen 10, 100 Millionen Jahren, hast du eine riesige Sauerstoffatmosphäre angereichert. Du hast aber auch Wasserdampf. Das heißt, schau ich, und wenn du Sauerstoff hast, wirst du Ozon bilden, aber anorganisch. Das heißt, du könntest dir vorstellen, du hast einen Planeten, der ist mit Wasser voll, aber kein Leben drin. Man, ja, ist wieder das Problem. Jetzt sehe ich aber Wasserdampf, ah, super, ja, das ist ja gut. Ich sehe Ozon, toll, das ist sowas wie eine zweite Erde. In Wirklichkeit ist es aber nicht der Fall. Du hast wieder ein Problem. Ja. Das heißt, ich glaube, du wirst immer ein Problem haben. So, es ist ein interessanter, wird ein interessanter Planet bleiben, das ist klar. Ja. Aber du kannst nie sagen, definitiv, ich habe sowas wie die zweite Erde entdeckt. Also nicht, außer so mit der nicht mit der Theologie von Entfernung. Ja. Jetzt fast forward. Also es gab dann also unzählige Missionen, eben Opportunity, Spirit, das waren die nächsten zwei Rover, die dort herumgefahren sind. Der Beagle ist leider abgestürzt ja. Oder auf dem Nimmerwieder sind irgendwo verschwunden. 2007 gab es einen Lander, das habe ich völlig verdrängt gehabt. Polarländer. Phoenix war da, also der ist, glaube ich, in der Polarregion gelandet. Und der hat auch Wassereis. Der hat dort Wassereis unter dem Staub. Das heißt, bis dahin wurde ja auch hartnäckig bestritten, dass es überhaupt Wasser am Mars gibt. Also wann war der? 2007. Ja, 2007. Ich glaube davor, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube davor gab es einen Orbiter. Und zwar, das war, der hat, glaube ich, Mars Odyssey geheißen. Mars Odyssey, okay. Und der ist nicht gelandet. Der hat aber vom Orbit aus den Planeten gescannt mit so einem Neutronendetektor. Und der hat, also Neutronen sind von kosmischer Strahlung, die können beim Mars, weil er nicht so eine dichte Atmosphäre hat, in den Boden eindringen, einige Meter. Und dann die Sekundärstrahlung, die da rausgeht. Also wenn jetzt das auf Gestein trifft, hat das andere Signatur, als wenn das auf Wasser trifft, hat auf anderes CO2-Eis. Und der Orbiter, da gibt's super Bilderchen auch, wenn du im Internet schaust, Mars Odyssey, Wasser und so. Der hat festgestellt, dass weit über dem Polarbereich Wassereis sehr nahe wahrscheinlich an der Oberfläche ist. Im gefrorenen Zustand. Und weit bis unter, ich schätze mal, von Pol bis zum 60. Breitengrad oder so. Der Mars Reconnaissance Orbiter, also ein anderer Orbiter, der also nur quasi einen Orbit um den Mars eingetreten ist und von dort aus hochauflösende Bilder Fotos gemacht hat, der hat eines dieser, wir haben es in der letzten Sendung schon besprochen, eines dieser wirklich erstaunlichen Bilder gemacht. Und zwar, das ist der Link Daily Wonders from NASA's Fotoalbum. Und das gleich erste, das muss man wirklich, wenn man es noch nicht kennt, dann bitte auf den Link Daily Wonders from NASA's Fotoalbum. Das schaut also aus wie eine Oase. Ich möchte, es schaut aus wie eine Oase. Es schaut aus, ich habe das, du hast mir das gezeigt vor der letzten Sendung, ich habe es dir nicht geglaubt, dass das vom Mars ist. Erst wie ich dann wirklich an der Url gesehen habe, das ist wirklich von NAU, Northern Arizona University. Ja. Die haben das auch auf ihrem Server. Ein unglaubliches Bild. Und es gibt sehr viele solche Aufnahmen. Ja, das ist bei Weitem nicht die einzige. Nein. Gehen wir jetzt vielleicht auf das ein, weil die Zeit läuft uns davon. Das rede ich fast schon. Was ist mit dem? Da gab es Untersuchungen. Es gibt mehrere in dieser Preisklasse. Was gibt es da für Theorien drüber? Ja, also wenn du mich fragst, also ich habe das erste Mal, das war ganz seltsam. Ich meine, ich habe ja selbst Arbeiten maßgeschrieben interessiert und so. Habe das gar nicht mitbekommen. Also man sieht auch Leute, die, ich sag mal, sehr intensiven Marsforschungen machen auch und so, kriegen das gar nicht mit, was die da fotografieren. Ich habe nicht die Zeit, jeden Tag in irgendeinen reinzuschauen, welche Fotos da gibt.
Und interessanterweise die Medien, scheinbar haben sie da, die machen ja Presseaussendungen, aber man hat das auch nicht wirklich gekümmert. Außer, das ist ja das Kuriose, ich sitze, glaube ich, es war München oder in Frankfurt, wo auf dem Flughafen, und da sind die Zeitungen immer aufgelegen, nicht? Und ich meine, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich meine, von allen den seriösen Zeitungen, was es dort gibt, nicht? Zeit und die ganzen Sachen, war nichts, und dann steht die Bild-Zeitung dort, ne? Und ein Riesenbild, und dann steht Oasen am Mars und so. Also in dem quasi kuriosen Bubble-Plättchen, ne? Schau, was ist denn das? Ne? Denken wir irgendein Schmäh? Nein, das haben Aufnahmen von Sonde Mars, und das Ding, die schauen aus, ja, ich sag's ja, wie Bäume, ne? Also du siehst quasi wie Dünen, ne? Dünen, und dann hast du so bis zu 10 Meter hohe Gebilde, die aussehen wie Bäume ohne Blätter, so gesehen, ne? Ich möchte so, das nur so Baumstämme. Rekapitulieren. Du als jemand, ja, der also wirklich am Mars forscht, erfährt der vielleicht von auch noch für solche diesen Dinge bisschen, der sich genau für solche Dinge erfährt von diesen Aufnahmen zufällig über einen Leitartikel der Bild-Zeitung. Genau, gerade nur weil ich die Bild-Zeitung lese. Ja, normal. Nein, aber man rennt am Flughafen herum und langweilt sich, bis man einen Flieger nach Graz findet. Das ist strange. Ja, genau. Das okay. ist sehr strange. Gut, aber dann, ich meine, ich habe davor, es gibt ja nicht nur diese Aufnahmen, es gibt ja noch andere Dinge. Diese Dark Dune Spots heißen die. Ne? Habe ich auch einen Link drauf. Ein bisschen anders. Die auch saisonal sich verändern. Genau, also die wurden mit Mars Express das erste Mal fotografiert, weil der bessere Kamera als wie davor. Bei Viking hat man nicht viel gefunden, da hat man ein paar so schwarze Punkte vielleicht gesehen, aber das kann Steine mit Schatten und so sein. Diese Dark Dune Spots, das sind Gebilde, die schauen auch aus wie Flechten, sage ich jetzt mal. Und dann gibt's irrsinnig viele. Ich meine, dieser Mars Reconnaissance Orbiter hat natürlich auch diese Dinge gefotografiert in Hochauflösung. Fantastische Bilder, wenn man das anschaut. Absolut, ne? Ja. Und wollen wir ein bisschen auf die Suche gehen? Ja, also man kann direkt auf deren ihrer Homepage, JPL oder so, glaube ich, die das betreiben, die haben ja alle ihre Bilder. Vielleicht stellen wir da noch einen Link rein, wo also mehr. Ja, muss man suchen im Prinzip. Schauen wir mal. Kann sich jeder spinnen. Ich meine, das ist, die sind dort. Sind nicht so schwer zu finden. Nein. Und wenn man das sieht, irgendwo ist fantastisch, weil es schaut aus wirklich wie Bäume. Ne? Und es gab auch es gibt verschiedene Hypothesen, und ich weiß, dass bei diesen Dark Dune Spots, also diesen flechtenähnlichen Dingen, ungarische Kollegen sich involviert haben. Bei der Mars Express Mission und das untersucht haben, genau. Und die haben die Meinung vertreten, da zum Beispiel auch Mikrobiologen und so weiter, dass das Ganze irgendwie was Organisches mit organischen, also Lebensformen zu tun haben kann. Ja? Es gibt natürlich wiederum, nachdem solche Meldungen rausgekommen sind, oder auch wurde auch in Konferenzen gezeigt, so eine Hypothese, ne, die das erklären könnte, dass das irgendein Organismus ist, so eine Art flechtenähnliches Ding, das dort in diesen Polgebieten existiert, weil Wasser gleich unter der Oberfläche ist, und das hängt dann ja zusammen, wurde natürlich mehrere Leute aufmerksam und auch natürlich Leute, die diese, ich sag mal jetzt, organische Hypothese oder biologische Hypothese nicht so gern hören wollen oder aus irgendeinem Grund versucht haben, sich Alternativen zu überlegen. Ich meine, was ja nichts Böses ist. Nein, das ist ja gut, Alternativen. Man muss ja. Und es gibt mittlerweile auch Alternativen zu diesen Dingen. Die Alternativen, mittlerweile, ich glaube, die Mehrheit, schätze ich. Ich meine, ich persönlich denke mal, dass ja gegenwärtig noch immer auch die Mehrheit der ganzen Forscher gar nicht kennt diese Dinge. Ja. Das ist einmal das Erste. Wahrscheinlich. Dann die es kennen, also Astrobiologen und so weiter, die, gibt sicher einen Teil, aber wahrscheinlich auch den geringeren Teil, die vielleicht diese biologische Variante weiter irgendwie ins Auge betrachten, weil die Gegenargumente sind, einerseits, was ich komplett persönlich jetzt mal irgendwie lächerlich finde im Vergleich, das ist mir sicher, dass man nicht alles mit dem erklären kann, so eine Art Eisgeysire.
Das heißt, das muss man sich vorstellen, das wäre so wie ein Kryovulkanismus. Das wäre, man wirft immer so Eiskristalle raus und wenn du die Aufnahme machst, siehst du halt so wie so eine Eruption von irgendwelchen unterirdischen Kryovulkanen. Das heißt, das ist aber nicht Lava oder so, das ist ganz was anderes. Das sind Eisschichten, Kohlendioxid, Eis und Kristalle und so. Das heißt, wenn man jetzt das Bild auf diese Daily jetzt, Wonders genau, from ja, NASA's Foto genau, da gibt es eine Hypothese, die behauptet, das sind so Kryovulkanismus. Ich glaube, man kann das, sieht man irgendwo, habe ich das gesehen. Ja. Es gibt ja auch Papers über das, also wissenschaftliche. Ja. Aber es ist nicht ganz. Mich überzeugt das nicht wirklich. Die andere Variante, die vielleicht kurze vorstellen Frage noch, könnte. Kurze Frage noch. Ja. Das heißt, diese Hypothese, dass es Eisgeysire sind, ja, die setzt voraus, dass das Momentaufnahme ist. Ja, genau. Ja, dass genau, das in dem Moment gerade rauskommt. Genau, genau. Da muss ich ja, pausenlos kommt es ja, dann. Ja, aber wo ist dann das Material da links? Ja, ja, ich kann nur sagen und ernsthaft, vielleicht, wir müssen vorsichtig sein, es gibt so viele dieser komischen Dinge, vielleicht meinen die mit diesen Geysiren vielleicht diese Variante, diese vielleicht gerade nicht, weil ich wollte gerade sagen, das, was ich mir vorstellen vielleicht könnte, sage ich jetzt mal, ist das, wenn man das anschaut, es könnte sein, dass diese schwarzen Dinger eben Kohlendioxideis ist. Und stellt man sich vor, du hast jetzt einen riesigen Sandhaufen, das sind riesige dünnen Staub und das Rote, ne? Yeah. Und du hast jetzt so Eisstrukturen im Boden drinnen, in diesem Staub. Ja? Stell dir vor, du hast die Sahara, also du hast sowas wie die Sahara und die ist aber so kalt, dass du solche Eisstrukturen hast, ne? Ja. Und dann gibt's am Mars ja auch Sandstürme, Extreme. Das hat man aufgenommen und sieht man auch immer wieder Wirbelstürme und so weiter. Ich habe jetzt den Chat auch reingepostet, ja. den Link ja, in den Chat gepostet, ja. Und jetzt ganz davor könnte man sich vorstellen, okay, du hast jetzt diese Sanddünen und im Laufe der Zeit bläst der Wind den Sand weg und legt dir diese Eisstrukturen frei. Aha, okay. Ja? Dann sind das wirklich Dinge, die so wie Bäume ausschauen, die 10 Meter hoch sind, aber es ist Eis, gefrorenes Ding, dreckiges, gefrorene Eis, so Stäbe und so. Ja. Und die können auch schmelzen, natürlich, wenn sie saisonal. Genau. Also das ist für mich noch plausibler, aber trotzdem würde ich meinen, wenn du mich fragst, ich würde dorthin fahren wollen mit irgendeinem Rover, mit irgendeinem Landen, mit irgendwas, nicht nur das, eben diese anderen Dinge auch anschauen. Egal wie. Ja, egal was das ist. Ja, naive Frage von meiner. Wenn wir das Bild anschauen, ich habe es jetzt nochmal in den Chat postet, ich hoffe, die Leute schauen sich das jetzt an, weil das muss man gesehen haben. Ja. Wenn ich das sehe, warum schicke ich dann nicht Curiosity in die Gegend? Oder ist das schwer zum Fahren? Ja, das stimmt schon, aber ich muss da trotzdem. Also ja, es ist so, auch diese Mars-Polarländer, ist irrsinnig kompliziert, anscheinend technologisch dort zu landen. Die Landungen sind einfacher, wo sie landen. Und du musst das, ich weiß ja, wie das ist, selbst. Die Leute machen einen Vorschlag. Du musst, also dass das ein bisschen den Hörern vielleicht klar wird, wie das so ist, wie überhaupt eine Mars-Mission zustande kommt. Ja. Das ist ja nicht so, fliegen dorthin und das war's. Die Wissenschaftler machen einen Vorschlag. Die reichen diese Vorschläge, nicht nur einen, sondern 10 oder was auch immer, ein bei diesen Weltraumbehörden. Die haben einen bestimmten Geldtopf, den sie von der Regierung oder von irgendwie Mitgliedstaaten und so weiter in Europa im Prinzip bekommen. In dem Fall, wenn wir jetzt NASA hernehmen, die amerikanische Regierung. Jetzt hat die NASA halt für sich bestimmtes Geld für bestimmte Mars-Missionen zum Beispiel zur Verfügung. Und dann, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt die Mission, ich möchte am Pol landen, ich möchte mehrere Länder haben, ich möchte ein Netzwerk mit Ländern haben oder ich möchte Roboter ausschicken oder irgendwelche Rover, dort, wo diese Dinger sind.
Die sind eben in den Polargebieten. Dann kostet ja diese Mission vielleicht 5-6 Milliarden Dollar, weil einfach die Technologie, dass du dort landest und du brauchst ja Funkverbindungen und alles miteinander. Es ist viel technologisch komplizierter, als wie dass du einfach dort irgendwo am Äquator landest. Warum landet man nicht dann da? Und dann ist es so, dass dann, wenn das, denn das Geld ist dann nie da, ja. Und es ist ja sogar schon dann sensationell, dass sowas rauskommt im Endeffekt wie Curiosity. Ne? Ist ja sensationell. Ist aber, ja großartig. Aber ja. ein bisschen mehr. Noch eine Frage, warum landet man dann irgendwo, wo es leicht geht? Nein, aber und ich, hat dann ich gebe dir aber trotzdem, jetzt komme ich nochmal zurück. Das. Also eines stimmt sicher. Das Curiosity ist ja Kuriosität, Neugierde und so weiter. Ne? Ja. Da mangelt es wahrscheinlich bei den Wissenschaftlern. Ne? Weil wenn jetzt zum Beispiel hunderttausende Wissenschaftler sagen, dort wollen wir hin und nur das wollen wir anschauen, egal, ob das jetzt biologisch ist oder nicht, weil auch wenn das jetzt anorganisch ist, ist es interessant. Ja. Und Wasser und alles ist irgendwo in der Nähe, weil es ist verändert. Dann fahre ich natürlich, möchte ich das mir anschauen. Ne? Ja, ist sicher die interessanteste, meiner Meinung nach ist das extrem interessantes Gebiet. Ja, vielleicht wird es anders ausschauen. Ne? Hm. Aber da kommen wieder so Dinge dann eben, wenn das echt was Biologisches wäre, ja, dann so ist ein bisschen so eine Art, ich stimme dir schon zu, dass da ein bisschen eine Art schizophrene Zustände irgendwo oft herrschen. Ne? Also nein, das habe ich nicht gesagt. Aber nein, okay, ich meine, naja, auf der einen Seite möchte man doch Leben finden, dann gibt es was Interessantes, dann gibt es vielleicht sogar, ich meine, ich weiß, dass zum Beispiel Kollegen in Ungarn waren, da Professor Szatmária, so dann ist der Name von dem, renommierter Biologe und so, Evolutionsbiologe und so, der da sehr in die Richtung biologische Aktivität geschwungen ist und natürlich schon ziemliche Reputation hatte, nicht fürchten sich mehr musste, dass er da irgendwie vielleicht Probleme hat oder lächerlich gemacht wird von irgendjemand. Ne? Aber hat sich auch aus dem Bereich wieder zurückgezogen. Nicht? Ich auch verstehe. Aus diesen Gründen. Ja. Es bringt nicht wirklich weiter. Ich meine, er hat halt eine Hypothese und die ist jetzt nicht ganz verworfen. Ja. Aber es gibt die Gegenhypothesen auch. Und trotzdem, natürlich meiner Meinung nach, wäre es interessant, das wirklich nachzugehen. Ne? Ja. Was immer das ist. Vielleicht findet man ja sonst noch was dort in der Gegend. Ne? Gut, aber Curiosity jetzt. Also die Kuriosität mangelt meinerweise oft bei vielen Wissenschaftlern. Also die Neugierde, das stimmt sicher. Ne? Also ja, das ist das Gleiche, wenn ich dir sage, Wissenschaft eine Neugierde betreiben. Ja, das ist aber so in der Art. Ich meine, die Leute glauben selbe wie das. Das muss ja mit einem Marsforscher sind ja wahrscheinlich weltweit sicher 100.000 Wissenschaftler von allen Sparten. Jetzt glaubt jeder, sag mal Laie oder auch die kennen sie alle aus, die kennen alles, müssen ja alles wissen, ne? Die halten das zurück oder was auch immer was. Ja, da gibt es ja mannigfaltige Gerüchte. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht so ist, weil die zensurieren sich ja selbst zum Teil, wie man bei solchen Sachen sieht. Völlig freiwillig. Weil bei JBL ist alles am Netz, alle Bilder. Ja. Ich meine, wie gesagt, ich sage jetzt nicht, das ist was Biologisches, aber das ist wirklich die Kuriosität. Meiner Meinung nach ist das ist was sich verändert. Da muss Wasser, irgendwas sein. Schaut wunderschön aus. Es gibt aus. Eine Hypothese, dass sowas biologisch wäre. Okay, muss ja nicht ernst nehmen, aber ich kann es ja anschauen, ob das stimmt. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist das ja so auch viel interessanter, als irgendeinen Stein untersuchen, der was halt seit ein paar Milliarden Jahren da liegt. Gut, das kann ich dort auch, weil Steine liegen dort auch herum. Ne? Das ist richtig. Ja, zwei Sachen. Also das eine natürlich. Also was ich meine ist, viele Wissenschaftler. Ich meine, da weiß der Verkäufer hinter der Billerkasse vielleicht mehr über das, wenn er sich privat interessiert. Wenn er die Bildzeitung liest. Weil er das liest, genau. Genau. Ja, weil der andere, der ist im Labor, der investiert, er arbeitet 12 Stunden am Tag oder 10 Stunden Tag und Nacht und untersucht irgendwelche Verbindungen in irgendeinem Gestein oder macht irgendwelche Experimente oder rechnet theoretisch irgendwelche Dinge und schaut nicht einen Meter nach rechts oder nach links. Nebenbei braucht er Papers, das ist alles Arbeit, Zeit, ja, tut er das nicht,
ja, hat auch wieder Probleme, bald einmal und so. Das heißt, die Leute sind sehr auf ihren speziellen Gebieten fokussiert und wenn er dann irgendwas hört, hat er ja nicht das Verständnis, was überhaupt, was du, also das ist ja Blödsinn, das kann es nicht geben oder was und so. Fertig. Weil sonst hätte er ja schon davon gehört. Ja, genau, zum Beispiel, ja. Das ist ein Catch-22. Naja, das ist so, ja. Also da ist überhaupt nichts irgendwo. Also bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es bei so Verduschungsdingern da beim Mars in der Art nicht wirklich irgendwas ist. Also. Es hat jemand letztens einmal ein bisschen scherzhaft gesagt, also sobald Curiosity irgendwas Interessantes findet, dreht sie um und fährt so schnell wie möglich in die andere Richtung weiter. Das ist halt, ja, das ist polemisch. Nein, die waren aber froh, das kann ich so sagen. Wenn die eine Mikrobe dort finden, dann würden sie ein bisschen mehr Geld wahrscheinlich auch kriegen. Ne? Ja, wie gesagt, sehr polemisch. Aber da gab es doch jetzt auch diese, die sahen sehr komisch aus. Also ja. metallische Dinge von Einzelaufnahmen kann natürlich eine Reflexion sein. Sie da so, oder dann so weiße Dinger, die da unter Anführungszeichen herauswachsen aus dem Boden irgendwie. Also verschiedenste, seltsam geformte Kalzit, glaube ich, vermutet man dann. Ich weiß es nicht. Aber auch die hat man zwar gesehen auf dem Bild, man hat, und Curiosity war ein paar Meter davon entfernt, man ist aber dann nicht hingefahren näher, um das genauer anzuschauen. Bitte, warum nicht? Ich kann jetzt den speziellen Fall, ja, siehst, okay. Ich weiß das schon, du hast vielleicht in der Bild-Zeitung gelesen. Nein, das habe ich auf Grenzwissenschaft erklärt. Nein, aber... Ich lese die Bild-Zeitung nicht, auch nicht die Kronen-Zeitung. Aber wurscht, ja? Vielleicht sollte ich das machen. Ja, vielleicht findet man dort die... Aber Grenzwissenschaft aktuell ist da auch sehr gut. Ja, die lesen ja die Bild-Zeitung. Das weiß ich nicht, den will ich mir nicht unterstellen, Andreas. Wer weiß, aber vielleicht. Nein, ja, wie du siehst, die bringen ja hin und wieder gute Sachen. Ja. Wie soll ich sagen? Also ich kenne das jetzt auch wieder... Nicht aber genau. Du hast ja davon gehört, von diesen metallischen Objekten, die da irgendwo herumgelegen sind. Da hat man auch vermutet, dass der Rover ein Teil verloren hat. Ja, ist auch möglich. Nicht? Bei der Landung. Ja. Du weißt ja, wie das für Landung ist. Ne? Absolut, ja. Nein, also ich meine, das glaube ich ja weniger, dass da irgendwelche Schrauben herumliegen von irgendwo. Das glaube ich auch nicht. Ja, also wird mich schon sehr wundert. Nein, aber ich meine auch die bisherigen Entdeckungen des Rovers, unter Anführungszeichen, ich meine, die Leute sind ja unter totalen Erfolgszwang, ne? Also wie ich schon angekündigt habe, ist viel Geld im Spiel. Es wird ihnen immer mehr weggenommen. Ne? Geht in Richtung Banken und so weiter. Rettung, auch in den USA. Ich meine, wissen wir ja, die Lage ist nicht rosig. Ja? Das liest man vielleicht nicht so, aber die sind... In der Bild-Zeitung. In der Bild-Zeitung. Ja. Na, die sind jedenfalls ja auch mehr oder weniger am Boden. Ne? Und das heißt... man muss natürlich bei großen Konferenzen Presseaussendungen machen, Pressrelease, damit man das Ganze, wie soll ich sagen, ich meine, die Leute erwarten ja was, ne? Das ist, dass das nicht wie bei Viking ist, ne? Und eines muss man natürlich auch verstehen. Ich meine, das sind irrsinnig komplizierte Sachen. Ich meine, das ist nicht so einfach, das Ding fährt herum. Ich meine, das hat Zeitverzögerungen. 8 Minuten. Ja, ich meine, man stellt sich vor, da ist ein Abgrund und der wird einfach den Ding davor steuern, der kann nicht mehr stoppen und das Ding fährt runter. Ne? Also, wenn das Signal mal da ist, das muss ja alles vorgehen. Aber er ist, glaube ich, autonom ein bisschen. Auch, ja, das Ding gut. Schon, aber, aber ich meine nur, es ist alles, und wenn du dann dort Proben machst, Bohrungen, Analysen, das ist nicht so, dass du da einfach reinbohrst, irgendwas wie da in einem Labor gleich mal so anschauen kannst. Ja? Das dauert wahrscheinlich Wochen, Monate, bis sie sowas analysieren. Und also das muss man auch natürlich sehen, das ist nicht so simpel. Ja? Und dann sind die natürlich auch, wenn da eben zum Beispiel so ein Bohrer irgendwas abbrechen würde aus irgendeinem Grund, weil der auf einmal auf irgendein speziell hartes Ding hinkommt, dann ist die Sache vorbei. Ne? Also das heißt, man muss da wirklich, das muss man schon so auch sehen. Was sie entdeckt haben bis jetzt, sind, denke ich, zumindest ich jetzt weiß, wo sie da herumfahren zurzeit. Und das, was sie untersucht haben, eben auch wiederum Hinweise, das hat man schon vor einiger Zeit jetzt angesprochen, dass es dort in dieser Gegend auch, in der Frühzeit des Mars, und du hast ja den Titel auch so gewählt, eine alte Welt oder so, weil das müsste man ja auch sagen, dass der Mars sich ja nicht so viel, das sich verändert hat, wie bei der Erde. Ne? Also es gibt Gebiete, die sind 3,5 und 4 Milliarden Jahre alt, ja, fast. Also das ist wirklich wie in der Zeit eingefroren, dass damals die Bedingungen möglich wären für Leben zum Beispiel. Das heißt, auch Wasser dort war wahrscheinlich.
Und nicht nur das, sondern auch irgendwelche, man hat auch Stoffe gefunden, organische, denke ich, irgend so, oder die, wie soll ich sagen, die Umweltbedingungen so, dass die nicht feindlich, nicht lebensfeindlich wären, gewesen sind, so in der Richtung. Ja. Ich meine, das ist jetzt, ja, das haut vielleicht nicht viele vom Sessel, die sich mehr erfinden, aber es geht in die Richtung wieder Bestätigung, da war es schon mal irgendwie viel besser, ne, wie heute. Und aber Leben in dem Sinn, die Mikrobe, die ich auch gern sehen würde, die hat man nicht entdeckt noch. Aber ich bin mir aber nochmal, möchte ich sagen, ziemlich sicher, dass sie die nicht zurückhalten wollen, weil vor der brauchen sie nicht fürchten, ne, in dem Sinn. Aber außer, dass natürlich dieser Paradigmenwechsel dann eingeleitet wird, wenn das indigen ist, diese Mikrobe, wenn ja, die dort entstanden ist. Paradigmenwechsel. Dann, weißt du, diese Schizophrenie, die war vorher angesprochen. Ja, aber du musst ja das, man, verfolg mal, ich meine, der Paradigmenwechsel meiner, das ist meine persönliche Ansicht, der ist ja irgendwo schon in einer Einleitungsphase. Schon lang. Also zumindest, sage ich jetzt mal, seit den 90ern oder seit den Mitte der 90ern, seit man Astrobiologie, sage ich jetzt mal, früher war das Exobiologie, in Europa hat das Exobiologie geheißen. Ich kenne Leute, die haben in den 70er Jahren die Forschungen schon gemacht, eben Viking und andere. Das war Exobiologie, das ist offiziell, ich meine, betrieben alles ganz gleich, wurde einfach nicht beachtet. Vielleicht von vielen anderen Wissenschaftlerkollegen als ein paar Spinner abgetan, aber die sind wirklich wissenschaftlich, haben sich diese Fragen gestellt, Entstehung des Lebens, alles diese Dinge. In dieser Art Leben am Mars und so. Dann kam dieser Meteorit und dann von USA ausgehend, NASA, Pressrelease und dem Ganzen danach Astrobiologie. Und das wurde dann so da, es ist ja eigentlich so ein Ganzes, da gibt es ja NASA Astrobiology Institut und ja, auch überall, also das ist ja quasi ein, es hat sich, und ich meine, das ist ja auch gewollt, ne? Ich meine, von den Leuten, die Forschung finanzieren, Geld ergeben, ne? Natürlich. Das wissen wir, ich meine, das ist überall so. Ich meine, wenn ich, wo ich das Geld hingib, dort wir gehen, das ist laufen auch die Leute nach, ne? Das auch, stecke ich ja Geld in Klimaforschung, dann werden viele Leute Geld Klimaforschen. Von Klimaforschen. Stecke ich ja das Geld dorthin oder mache ich das? Also die Massen, sage ich jetzt mal. Ja? Ja. Es gab immer schon Idealisten, sage ich mal auch. Ne? Ich sage ja auch unter den Wissenschaftlern. So darf man das nicht sehen. Waren halt vorher ein paar Spinner, jetzt sind sie normal akzeptierte Leute und so fort. Aber oder Genies. Ja, auch. Sind die, die dann vielleicht die Mikroben entdecken oder was auch immer. Ja, also das heißt, irgendwo ist ja meiner Meinung nach auch, und dann die Entdeckung jetzt dieser ganzen Planeten, die Pressereleases, die du da eben sagst, ne, die sind ja, ich meine, ich bin ja sehr offen, wie du weißt, für alles, aber mir sind oft diese Pressereleases ja schon so fast schon so Public Relation Outlets eben, ja, überall gibt's nur mehr Planeten wie die Erde. Ja, es kommt so raus. Ja, ja. Das ist ja, das ist ja. Teilweise ein ziemlicher Schwachsinn, der da vorbei ist. Naja, ja, ich sag ja. Aber das ist beide so. Beide Extreme. Und lustig, du lässt ja das in die Menschen einfließen. Also die werden ja dann, ja, ich meine, das geht dann überall raus. Nicht nur auf die Bildzeitung, das geht dann auch bei ORF und sonst irgendwo. Und ja, dann hört man das und dann werden auch Wissenschaftler, aha, ja, also vor 20 Jahren hätten, wenn einer gesagt hat, ja, da sind, weiß ich, wie viele Planeten, wird schon leben, wo gehen wir, Spinner. Jetzt, na ja, jetzt ist er fast ein Heretiker, wenn man sagt, es gibt vielleicht, ist es nicht so einfach, dass dann Planeten sich entwickeln wie die Erde. Ist man schon jetzt fast in die Außenseiterrolle. Ja. Also, 95, wenn man diese Strömungen, die ja, sag ich mal, so in die soziologisch oder ich meine, in die Gesellschaften einfließen, dann kannst du es als eine Art Paradigmenwechsel, in dem Fall ist nicht stattgefunden, aber es ist eine Vorbereitung in die Richtung, meiner Meinung nach. Ne? 95 das war heißt, ja auch das Jahr, wo man die ersten Exoplaneten gefunden ja, hat. Bis dorthin hat man ja auch gesagt, da gibt es vielleicht keine, nur ganz wenige. Ja, ne? Man hat keinen gefunden. Aber jetzt
weiß man, dass genau. Das also Milliarden genau. Erdähnlich genau. Ist. Genau. Oder, nein, habitabel, Entschuldigung. Habitabel. Ja. Ich möchte noch kurz eine Frage aus dem Chat jetzt aufwerfen, die wir eh beantwortet haben, aber gefrorenes Wasser an den Polen vom Mars, gibt's. Ja. Massiv. Ja, und nicht nur an den Polen. Aha. Und die Sache ist, also ich kann das auch vielleicht ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, aber... Ja, so 10 Minuten, aber wir können überziehen ganz, ein bisschen. Ganz kurz, nur damit die Sache am Mars, wie man sich gegenwärtig wirklich jetzt vorstellt, wie der Mars sich da entwickelt hat. Das Problem vom Mars, das geht auch in die Richtung von diese Marsgesichter und sonstig, warum ich da so... Also es gibt, wo ich persönlich, sage ich mal, sehr skeptisch, also... ich es mir nicht vorstellen kann, dass Mars mal wirklich irgendwie... Eine Hochzivilisation. Kann man ja kurz... Das geht noch viel weiter. Ja, ich meine jetzt von marsianischer Art. Ja. Der Punkt ist der, dass Mars ist ja nur ein Zehntel so schwer wie die Erde. Ja, viel, ist kleiner. Viel kleiner. Und man hat sehr viele neue Ergebnisse und Daten von Sternen, die sonnenähnlich sind, aber viel jünger. Also man kann sie rekonstruieren, was der Strahlung der jungen Sonne war, anhand von solchen sonnenanalogen Sternen. Und da weiß man, dass die zum Beispiel diese Ex-Röntgenstrahlen und so, die in der Atmosphäre auftreffen und absorbiert werden, bis zu 100 Mal stärker waren wie heute. Und wenn man jetzt einen Planeten hat mit einer Atmosphäre, in der Uratmosphäre, die kann für sich 50 Bar haben, alles Mögliche, in dieser Phase wäre das bei der Erde natürlich länger gehalten, hätte das länger gehalten, aber beim Mars extrem schnell verloren. Also man kann das so ungefähr sich vorstellen, dass Mars wahrscheinlich die ersten 200 Millionen Jahre, 200, 300 Millionen Jahre nach seiner Entstehung, also vor, wenn man Sonnensystem 4,5 Milliarden Jahre annimmt, die ersten 200, 300 Millionen Jahre wahrscheinlich nicht viel anders ausgeschaut hat wie heute. Also eigentlich keine, nicht wie bei der Erde flüssiges Wasser und so, ist alles in den Weltraum entflohen. Der konnte diese Atmosphäre aufgrund der Gravitation nicht halten. Danach gab es natürlich damals auch viel mehr Vulkane und nachdem die Sonnenaktivität abnahm, konnte sich eine Atmosphäre aufbauen, ja? Und auch, man hat ja auch dann wiederum Impacts. Also es gibt ja dieses Late Heavy Bombardment, also so 3,8, so 3,9 Milliarden Jahre in der Vergangenheit, das ist anhand von Kraterdatierungen, da gab es Bewegungen, sage ich mal, anormal von großen, unseren großen Planeten in den äußeren Sonnensystem, die verursacht haben, dass sehr viele Kometen und sonst Asteroiden nach innen kamen und auch die Erde getroffen haben, Mars getroffen haben, und die können auch nochmal Atmosphäre gebracht haben und Wasser und Eis und so weiter. Und die Datierung dieser flüssigen, sag mal, Teiche, Flussbette, die ist nicht 4,5 Milliarden Jahre alt, sondern das sind so Zeiträume zwischen 3,5 bis 4 Milliarden Jahre. Also von der, in der Vergangenheit. Und das Problem, was die Marsforschung gegenwärtig hat, wo ich selbst auch sehr involviert bin, ist, man könnte jetzt sagen, okay, ich hatte, dass du ein globales, sag mal, Marsmeer oder so haben kannst über lange Zeiträume, brauchst du 2-3 Bar Atmosphäre, CO2-Kohlendioxid-Atmosphäre, damit du einen Treibhauseffekt hast, damit das Wasser flüssig ist. Also wenn du dir sowas vorstellst, jetzt wie bei uns, ne? Nil-Zivilisation, was auch immer. Und das Problem ist, dass du von dem... Der Siedepunkt sinkt ja auch, wie ihr hört. Ja, dass ist, du von dem... Ja, und das ist dann, weil der Planet weiter weg ist, ist es weniger Sonneneinstrahlung und so. Also das brauchst wieder mehr Gas und so. Und das Problem ist, dass du von diesem Zeitraum an ist die Sonnenaktivität eben nicht mehr so hoch, also die letzten 3,5 oder 3, 4 Milliarden Jahre, dass du diese Menge in der Atmosphäre nicht in den Weltraum mehr wegbekommst. Und die Frage ist, wo ist es? Und die zweite Möglichkeit wäre im Boden. Ja, also zum Beispiel Kohlendioxid als Carbonate, Gesteine. Aber da gibt's wiederum viele Aufnahmen, also Messmethoden von, auch von Mars Express, mineralogischer Art, wo man vom Orbit aus ganze Klippen und Schluchten und Krater, die so tief reingingen, untersucht hat, und man hat einfach keine Carbonatablagerungen entdeckt. Das heißt,
ich sage es mal so, es ist nicht auszuschließen, dass man kann immer sagen, ja, irgendwo ist es schon versteckt. Ne? Yeah. Aber man hat auch da bis jetzt nichts gefunden und ich meine, das sind natürlich Bestrebungen, dass man weiter auf diese Richtung sucht, weil das wäre eine Möglichkeit, eine dichtere Atmosphäre, wirklich dichter, sage ich mal, dass du flüssiges Wasser kurzzeitig hast, reicht auch weniger. Aber dann kannst so, also, aber dann ist es nicht wirklich so habitabel oder so wie, ich meine, kein Klasse 1 Habitat, ja? Ja. Was nicht ausschließt, dass vielleicht Mikroorganismen entstanden sind, ja. Aber auch das ist ja durchaus fraglich, weil man nicht weiß, wie lange diese Bedingungen waren. Ich meine, ein Flussbett erzeugst du relativ schnell, ne? Kannst auch, stell dir vor, Eis, wissen wir, gibt's am Mars, jetzt kann Lava, wenn der Planet noch nicht komplett erstarrt ist, von innen nach außen wandern, riesige Lava-Bubble-Blase, die kommt jetzt mit Eis in Kontakt drüber und dann ist die Oberfläche, dann schmilzt der zum Beispiel auf einmal eine Riesenmenge an Eis, das ist keine Eisscholle, das ist so groß wie die, wie, weiß ich, wie Graz oder wie die Steiermark, irgend solche Eisflächen und auf einmal sind die flüssig, ja, aber nur für, sag mal, relativ kurze Zeit und können aber ganze Canyons ausschwemmen. Und die gibt's ja mal. Das gibt's. Und es gibt auch solche Hinweise. Man hat ja, das heißt, man hat ja Flussläufe gefunden. Genau, es gibt unterschiedliche, es ist nicht so einfach auch wieder, dass, also es, man kann mit verschiedensten solchen Szenarien viele dieser Dinge erklären. Stell dir vor, du hast einen Gletscher. Jeder kennt, unterm Gletscher gibt's einen Gletscherbach. Das heißt, es kann sein, dass diese Flüsse mit Eis bedeckt waren und Wasser ist unten geflossen und hat quasi den Fluss gemacht und dann schmilzt das Eis weg und du siehst, das Ding schaut aus wie ein Fluss. Also, es gibt verschiedenste Szenarien, die man anwenden kann, um sowas zu erklären, auch wenn man sich nicht jetzt den so, sage ich mal, erdähnlichen Mars vorstellt. Ja? Das heißt, das sind so die Szenarien, wie man sich das Bild hat sich auch geändert in der Art. Ja? Ja. Es gab mal, man glaubte mal vor 10 Jahren auch wirklich in wissenschaftlichen Gesellschaft, dass in den ersten 200, 300, 400 Millionen Jahren vielleicht wirklich ein ganzes Mars Meere gab und so. Ja. Aber da war noch nicht bekannt, wie vielleicht die Sonnenaktivität war in dieser Zeit. Und, okay, und damit beschäftigt sich ja. Ja, da gibt es viele Daten. Wir sind jetzt fast am Ende der Sendung. Jemand hat im Chat auch noch die Frage gestellt, welche Chemikalien am Mars eindeutig Leben nachweisen könnten. Methan. Ja, das. Da gibt's Moment, auch mit Kohlenstoffisotope, glaube ich. Richtig. Und Curiosity kann ja ganz bestimmte Kohlenstoffisotope. Genau, Isotope, genau. Zwischen organischen und anorganischen und so unterscheiden. Ne? Genau. Mhm. Das heißt, das ist eine Variante. Also Kohlenstoff entsteht natürlich, entsteht aber vor allem auch bei Lebensprozessen Und hat dann einen eindeutigen Fingerprint. Genau. Biologische Kohlenstoff hat irgendwie, gibt es Isotope, die quasi dann einen Fingerprint in der Richtung hinterlassen. Also ein Fingerabdruck. Genau. Und so, und darauf ist Curiosity ausgelegt, dass es diese Kohlenstoffisotope findet, die Leben zum Beispiel zwingend. Genau. Und sicher noch andere. Ich muss jetzt selbst wirklich passen, auch ich habe, weil ich jetzt nicht, ich persönlich bin bei dem Curiosity-Projekt nicht involviert, aber das kann jeder einfach rausfinden. Wahrscheinlich bei NASA Curiosity-Website, es ist sicher alle Instrumente angeführt und auch für, sag mal, Laien und so erklärt, weil die machen sicher viel Public Relations. Oh, es gibt Apps für Android. Also das sieht, man sieht, also es ist sicher. Habe ich sogar installiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die das Ding betreiben, sehr froh wären, wenn sie irgendwo am Mikrobe rüberlaufen sehen. Also die würden das mit Sicherheit nicht zurückhalten. Da bin ich völlig überzeugt. Bin ich mir 100%ig sicher. Das ist ja der Zweck dieser Mission. Ja, sicher. Jetzt kann das natürlich, wenn man ganz paranoid werden, kann man natürlich immer alles Mögliche wieder rein. Aber ich sehe da auch nicht irgendwas, dass das auch irgendwie abgedreht werden würde von den Bösen im Hintergrund oder so, wenn das entdeckt wird. Also das definitiv nicht. Ja. Sicher nicht da. Und dann gibt's noch Methangas, das wird auch immer wieder aufgeführt als Marker für Leben. Das Interessante ist das, ich habe mich da jetzt mal erkundigt, auch in der letzten Zeit, man hat mal diese Methanmessungen gehabt, also vom Mars Express, vom Orbiter und dann vom Boden aus. Ne? Und interessanterweise in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr. Und jetzt glaubt man, jetzt geht man davon aus, also eine Hypothese ist, dass das Ganze vielleicht, dass da irgendein Meteor oder sowas abgestürzt ist
Und der dann Trümmer halt und das dann quasi aus dem von diesen Impacts, diese die haben ja auch Methan und so ein Zeugs drinnen. In dem Äußeren, weiter draußen im Sonnensystem kann das so mit Quadrate, Eis, mit irgendwelchen Methaneinschlüssen und so sein. Und das halt in die Atmosphäre gelassen wurde. Und gerade dann hat man das halt gemessen. Und jetzt ist halt, nach einer bestimmten Zeit ist das halt weg. Ne? Aber da gibt es auch eine europäische Raumsonde von ExoMars Orbiter, heißt er, der quasi die Marsatmosphäre nach solchen Spurengasen absucht. Und das sollte, glaube ich, in einigen Jahren starten, also vor 2020 auf alle Fälle. Und auch Methan und andere Verbindungen. Weil das sind so solche Gase, die, wenn die anorganisch sind, das muss es irrsinnige Ressourcen geben. Zum Beispiel Methan bei der Erde, ich meine, du hast es anorganisch, aber biologisch wissen wir natürlich extrem. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei der Erde die Lebewesen jetzt alle killen würdest, würde Methan wahrscheinlich nicht mehr so zu sehen sein dann. Ne? Also ja, also Methan, wenn Methan vorhanden ist in einer gewissen Menge. Ja, und dann gibt es ja weitere andere Verbindungen auch dann wieder, die entstehen und du brauchst eine bestimmte Zulieferungsrate, ja, damit es überhaupt damit da, ist. Es da ist. Und das musst du dann erklären können, ob das anorganisch oder nicht ist. Und wenn es dann noch wie bei dem Rover vielleicht Kohlenstoff-Isotopen-Untersuchungen auch machen kannst, solltest schon unter Umständen Hinweise bekommen, ob da was Organisches ist. Oder aber bis dato leider konnte dieser Nachweis noch nicht erbracht werden. Genau. Also ist mir nicht bekannt. Ja, na mir nicht. Auf Grenzwissenschaft hätte ich das schon gelesen. Bei der Bildzeitung. Oder auf der Bildzeitung. Der Running Joke des Abends. ja, wir sind ziemlich am Ende jetzt. Vielleicht noch ein Ausblick auf, vielleicht kurz noch davor. Mhm. Der heißeste Kandidat für Leben jenseits der Oortschen Wolke. Oh, gut, ja. Also ja, Exo. Ja, Exoplaneten. Ja, und zwar, da gibt es einen Planeten, der heißt, glaube ich, Gliese 1214b. Okay. Ich glaube. B, das stimmt jetzt. B, ja. Na, das ist, man kann den einfach finden. Auch der wurde nämlich vom Boden aus entdeckt, bei einem Projekt, das heißt M-Earth Project. Also das findet sicher alles im Internet. M-Earth Project, und da sucht man Planeten um Zwergsterne. Und dieser Planet ist eine Supererde, also einer dieser größeren Planeten, also aber kein Gasplanet mehr. Und der ist jetzt nicht in der habitablen Zone, aber der ist weiter innen, aber nicht ganz nah bei seinem Stern. Und der hat aber eine Dichte, so dass man annimmt, dass er einen riesigen Wasserozean hat. Also das ist ein Ding, man sieht, habitable Zone spielt keine Rolle, weil du hast, man weiß nicht, wie die entstanden ist, wahrscheinlich weiter außen, ne? Wo es Eis und so weiter gab, Wasser, flüssig, und dann ist es dann solche Mengen, dass das Ding nach innen gewandert halt ist in der Frühphase in seinem System, aber das war, Eis schmilzt, aber das ist so ein Prozess, dass das einfach halt so viel Wasser da ist, dass das so bleibt. Ich meine, der kann zwar vielleicht eine sehr heiße Atmosphäre haben, ja, heiße Ozean herum, kochend vielleicht sogar, aber ja, mein globaler Ozean, kannst eine Delfine vielleicht finden, ne? Oder auch nicht, aber, aber das ist zumindest sicher ein Kandidat. Mhm. Dann gibt es noch einen Kepler-Planeten, der in der habitablen Zone ist und um einen Stern ähnlich wie die Sonne kreist. Kennt man nur den Radius. Kepler ist jetzt auch so ein Satellit. Ja, so ein Weltraumteleskop von NASA. Ja. Also jeden, den es interessiert, braucht nur schauen, da werden sie diese Studien finden. Ähnlich wie Korot, über den genau, wir schon gesprochen haben. Über Kepler haben wir auch schon gesprochen. Ja, auch sicher erwähnt, ja klar. Ja. Ja, also, aber, wer weiß, es werden ja laufend, bei welcher Zahl an Exoplaneten stehen wir jetzt? Ja, ich schätze mal, wir sind nahe bei 1000. Sind wir nicht schon drüber? Na, aber du musst auch bei diesen Kepler aufpassen, die geben nämlich Kandidaten an. Ja, okay. Und die also wirklich, bestätigt nahe an 1000. Ja. Letztes Mal waren wir noch bei 500. Ja, na, das geht. Also es geht rasant dahin. Und es werden immer mehr kleinere gefunden. Ne? Ah, und die kleineren sind die interessanten. Naja, das sind klar, ja. Weil das nicht die Gasriesen sind. Gasplaneten, genau. Mars, jetzt noch kurz zum Ende. Welche Curiosity hat Saft für 15 Jahre. Ja, der wird sicher auch noch viele Sachen. Vielleicht, sicher interessante Dinge finden, da bin ich mir sicher. Bin ich mir auch sicher. Also das ist jetzt der Anfang von dem Ding. Ist vielleicht nur Hoffnung, aber ich bin... Ja.
Was ist da als nächstes geplant? Geldmangel, das hast du vorher schon angesprochen. Ja, Geldmangel ist natürlich überall. Ist nicht geplant, aber aus Geldmangel sind viele. Zumindest nicht von uns. Ne? China, Indien? Nein, es ist auch europäisch, glaube ich, und auch zusammen mit Russland haben die vor kurzem eben dieses ExoMars-Projekt, das ist ja schon lange studiert. Das sollte jetzt erstmal Orbiter sein, der Spurengase und so weiter untersucht und dann auch Länder und so, auch sowas wie Curiosity, also halt so ein Roboter-Länder, auch halt und ausgerichtet auf Suche nach Leben, na, alles. Und dann die NASA, das ist schwierig zu sagen. Ja, die NASA startet einen Satelliten, ich glaube nächstes Jahr, MAVEN heißt das. Das ist ein Satellit, der ein Mars-Orbiter, kein Lander, und der untersucht die Mars-Atmosphärenflucht, also wie viel Atmosphärengas Mars verliert. Und ich meine, bei der NASA ist es schwer zu sagen. Die sind zurzeit wirklich anscheinend sehr unter budgetären Zwängen und haben viele ihre Projekte auf Eis gelegt. Ja. Aber im Programm stehen natürlich weitere, ich denke mal, auch Länder. Und das, sag mal, das globale Projekt ist natürlich Mars Sample Return. Ne? Ja, ja. Das heißt, du fliegst hin, landest, grabst Samples aus, vielleicht mit deinen Mikroben dabei, fliegst rauf in den Orbiter, der Orbiter fliegt wieder zurück zur Erde. Ne? Ja, das ist wirklich aufwendig. Und das ist natürlich, das ist ernsthaft natürlich die Königsdisziplin. Geplant. Ja, es scheitert halt meistens aufs Budget, aber technologisch ist das sicher auch nicht ohne. Ne? Na, und dann musst du ja diese Samples, wo du die untersuchst, ne? In der Weltraumstation oder weißt genau. Du nicht, was da drin ist in dem Sample. Oder landest irgendwo und setzt ein paar Viren aus. Ist auch nicht so ideal vielleicht. Ne? Und das heißt... Aber würde Curiosity das nicht... Kann man das nicht dort untersuchen? Ob da, ja, da, wir kommen... Angenommen, best case, Curiosity findet lebendige Mikroorganismus. Mhm. Dann ist die Frage, kam es vom Mars... Oder? Ja, ja. Ja. Und das kannst du sehr schwer wahrscheinlich. Ich meine, ich weiß es nicht. Das kann ich jetzt schwer sagen, aber wenn du das natürlich in einem Labor hast, wirklich von Menschen untersucht, ist das wahrscheinlich anders als wie irgendwo remote, irgend so. DNA-Analysen ja, kann er wahrscheinlich nicht durchführen. Ja, schon, also der nicht, aber ja. Man könnte sich überlegen, zukünftig natürlich andere Roboter, die das vielleicht können, ne? Weil die Kosten einer Mars-Sample-Return-Mission sind natürlich wahrscheinlich auch sehr hoch. Ja. Und das ist natürlich, ich meine, Roboter ist so und so die Frage. Nicht? Ich würde jedem der Hörer mal auch noch kurz einen Tipp geben. Sie sollten mal schauen, die es nicht kennen. DARPA, ne? Das ist also Militärforschungseinrichtung. DARPA. D-A-R-P. Ja, genau. Genau. DARPA. DARPA. Robots. Und das in YouTube und so. Oh, ja. Ja, ja. Das. Weil da, solche Roboter, ne, das sind meiner Meinung nach die Zukunft der Planetenexplorierung. Ja, das sind wie Hunde. Ich meine, die laufen, den setzt ab. Sehr gruselig. Sehr gruselige Dinge. Ja, klar, ich meine. Für die Erde. Aber für die Erde und für die konstruieren auf der Erde. Aber für Planetenexploration war das Beste. Ne? Großartig. Und da denke ich mir, man kann aber brauchst du natürlich so ein Mars-GPS dann wahrscheinlich, nicht? Das ist das nächste Problem bei diesen Dingen. Da reisen doch schon so viel im Orbit. Ja, nein, da brauchst du schon wahrscheinlich nicht. Das muss schon, aber trotzdem. Ne? Aber warum kann man denn zum Beispiel nicht, wir haben ja vorher geredet, diese Polarnadenzonen, wo diese erstaunlichen, noch einmal, sind verlinkt. Ja, genau. Da ist schwer zum Landen. Warum landet man denn nicht irgendwo, wo es leichter geht und läuft dann dorthin? Ne? Ja, aber mit diesen Rover geht das nicht so. Die fahren so langsam. Die fahren, brauchen Antrag und dann hat das für ist ja Ding, 100 Meter. Wenn da ein Graben ist von einem Meter, muss er schon wieder umfahren. Ja, und der andere springt gleich drüber. Ne? Ja. Also das wäre das nächste dann. Ja, also Roboter, die dann. Roboter, Nanoroboter, kleine Roboter, ganz große, viele Schwärme. Schwärme. Naja, ohne Atmosphäre ein bisschen schwierig. Ja, aber die läuft, diese hundeartigen Roboter, die sind schon oder so diese, was sind das Art, Hunde oder Eselartige. Ja, Eselartige. Die marschieren. Ne? Ja. Und die müssen autonom sein und so. Ne? Die müssen auch, weil die laufen viel zu schnell. Also da kannst du nicht, das geht nicht. Also das sicher sowas wäre. Aber das wird ja wirklich, also da wird wirklich viel Geld reingesteckt. Ja, nicht. Ja gut, aber das ist egal. Aber die Synergien Mutter, wird schon geben. Die Mutter aller Dinge
bringt dann eben auch Dinge hervor, die man eben auch für Forschung einsetzen kann. Ja, sicher. Ne? Die ersten Raketen hat man ja auch nicht gebaut, um zu forschen, zum Mars zu fliegen. Zum Mars zu fliegen, nicht, sondern um in dem Fall den Engländern eins auf den Kopf zu haben. Ja. Also, ein bisschen Hoffnung bleibt da noch. Ja, ich danke dir für diese wieder mal sehr spannende Sendung. Ja, viele kuriose Dinge und freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, ebenfalls. Danke. Gut. Und also dann nochmal ciao an jeden. Ja, und ich habe jetzt vergessen, diese Idee anlegen und daher mache ich das jetzt einfach, während das nicht versprechen. Ich habe nie Musik gespielt, oder? Nein, das machen wir jetzt sowieso schon lange nicht mehr. So durchdiskutiert. Ja, also nächste Ausgabe CropFM findet statt am 19. April 2013. Mein Gast ist Magister Birgit Schmidt, freue mich schon sehr, ist eine Theologin. Und wir sprechen über gewaltfreie Kommunikation. Und wenn ich mir so die Kommunikation, die da im Chat herrscht, zum Beispiel anschaue, dann denke ich mir, wird das für sehr viele eine durchaus spannende Sendung werden. Ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns wieder am 19. April. Verabschiede mich mit einem Track des neuen Luxusalbums India Here We Come.